Wunderschönen guten Morgen. So, dann ist es soweit. Wir starten. Es ist soweit. Ich darf euch ganz herzlich zur Simulation der UN-Klimakonferenz in Paris begrüßen, aber heute in der UNO-City. Herzlich willkommen. Ja, in 2 Wochen ist es dann wirklich soweit. Die ganze Welt wird nach Paris schauen, ist gespannt, was rauskommt. Kann eine Einigung erzielt werden? Gibt es dann ein international verpflichtendes, verbindliches Abkommen? Kann der Klimawandel aufgehalten, gestoppt, adaptiert werden? Diese Fragen können wir jetzt heute nicht beantworten. Was in Paris rauskommen wird, das werden uns die beiden Jugendreporter dann erzählen, die direkt vor mir sitzen, Katrin und Armin. Was wir aber heute schon sehen werden und was wir heute auch erleben werden, ist, was vielleicht rauskommen könnte. Was rauskommen könnte, wenn ihr nämlich die Delegierten wärt in Paris. Ihr werdet uns zeigen, und ihr habt euch sehr lange darauf vorbereitet, wie man verhandeln kann, welche verschiedenen Positionen es gibt, wo vielleicht Kompromisse möglich sind, was es noch für Ideen gibt. Das ist der Höhepunkt eines, wie gesagt, langen Prozesses, einer langen Vorbereitung, einer ganz intensiven Zeit, und dafür wünschen wir euch alles, alles Gute. Ich muss heute leider die Claudia, die Geschäftsführerin der Jugendumweltplattform Jump, entschuldigen, weil sie aus Krankheitsgründen nicht dabei sein kann. Aber daher darf ich euch in Stellvertretung von ihr auch im Namen von Jump noch einmal ganz herzlich begrüßen. Als Jump ist es uns ganz wichtig, dass wir Räume schaffen, dass wir Möglichkeiten schaffen, jungen Menschen wie euch Räume zu eröffnen, bei denen ihr euch ausprobieren könnt, bei denen ihr Neues kennenlernt, bei denen ihr seht, wie komplexe Zusammenhänge funktionieren und das selbst erleben könnt. Genau das sollen diese 2 Tage sein, genau das soll die Simulation sein. Von unserer Seite, von meiner Seite, von Jump-Seite dafür ganz, ganz viel Energie. Ganz viel Energie auch dann, wenn vielleicht der Frustrationsgrad gerade sehr, sehr hoch ist. Und am allermeisten ganz viel Spaß. Kostet es wirklich aus, probiert es euch aus und erlebt es einfach, was da alles so zum Erleben gibt. Damit es aber so ein Projekt überhaupt geben kann, gibt es sehr viele Menschen, sehr viele Köpfe dahinter und sehr viele Unterstützer, die das erst möglich machen. Und als Ersten möchte ich dazu heute unseren Gastgeber, den Martin Nisirki, Leiter des United Nations Information Service, zu mir nach vorne bitten um Begrüßungsworte. Dankeschön. Mikrofon, das ist ja gut für die Dolmetscher. Okay, herzlich willkommen. Schön, Sie hier in der UNO-City zu sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Delegierte, die durchschnittliche Erdtemperatur wird höher, die Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Klimazonen verschieben sich, während sich die Konzentration an Treibhausgasen erhöht. Wissenschaftler sehen eine klare Verbindung zwischen all diesen Phänomenen der globalen Erderwärmung und menschlichem Handel. Anfang Juli diesen Jahres hat sich UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon während eines Besuches in Norwegen selbst ein Bild von den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf die arktische Region gemacht. Angesichts der schmelzenden Eismassen hat er die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert, unverzüglich aktiv zu werden. Die Bedrohung, die der Klimawandel für Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung bedeutet, hat den UNO-Generalsekretär veranlasst, ihn zu einer seiner obersten Prioritäten zu machen. Der Klimawandel ist für die Vereinten Nationen von zentraler Bedeutung. Mit Ende dieses Jahres werden die 8 Millenniums-Entwicklungsziele von den 17 für nachhaltige Zielen für nachhaltige Entwicklung abgelöst. Ziel Nummer 13
befasst sich dabei mit dem Klimawandel und fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, UNFCCC, hat in ihrem jüngsten Anfang November vorgelegten Bericht die nationalen Klimaschutzpläne, die sogenannten INDCs, die Intended Nationally Determined Contributions, von 146 Staaten bewertet. Die Mitgliedstaaten waren aufgerufen gewesen, ihre Pläne zur Einsparung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan zu benennen. UNO-Klimachefin Christiane Figueres sprach bei der Präsentation des Berichtes von einem wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Sie glaubt, dass die Vorgaben der Staaten dazu beitragen können, den Anstieg der Erdtemperatur auf 2,7 Grad Celsius bis Jahr 2100 zu erreichen. Die präsentierten Pläne werden aber nicht ausreichen, um das Ziel der Vereinten Nationen, die Temperatur bis 2100 unter der Marke von 2 Grad Celsius zu halten, zu erreichen. Die Klimakonferenz in Paris, bei der zwei von Ihnen, Katrin und Armin, aktiv teilnehmen werden, wird entscheidend sein. Entscheidend, um sich auf ein neues internationales Abkommen über das Klima zu einigen und konkrete Maßnahmen zu setzen, um das Ziel der globalen Erwärmung unter 2 Grad zu erreichen. Eine Vorgabe, die laut UNFCCC nach wie vor in Reichweite ist. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon erklärte dazu vergangene Woche bei einem High-Level-Event in New York, und ich zitiere ihn hier: Um ein Erfolg zu sein, muss Paris an 4 essentiellen Fronten liefern. Das Abkommen muss dauerhaft und flexibel sein. Es muss auf Solidarität basieren und es muss glaubhaft sein in seinen Antworten auf die Dringlichkeit des Klimawandels, inklusive der dazu notwendigen finanziellen und anderen Mittel. Ende Zitat. Heute liegt es an Ihnen, liebe Delegierte, einen solchen Entwurf zu produzieren, wie wir gerade gehört haben. Diese Konferenz ist eine einmalige Chance, Ihr diplomatisches Geschick und Ihr Wissen hinsichtlich der großen globalen Themen unter Beweis zu stellen. Sie werden Staaten in Gesprächen mit anderen Staaten repräsentieren, die möglicherweise sehr unterschiedliche Meinungen zu den Ihren vertreten. Hoffentlich, um konstruktive Lösungen vorzuschlagen, von denen alle Parteien profitieren können. Ich darf Sie nun noch einmal ganz herzlich zur Model UN hier im Vienna International Center begrüßen und möchte mich noch einmal ganz herzlich bei JUMP und den verschiedenen Kooperationspartnern für die Organisation und die tolle Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche Ihnen zwei spannende Tage, viele produktive Gespräche und natürlich auch ein kleines bisschen Spaß dabei. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke für die Kooperation und dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, stehen hinter so einem Projekt sehr viele Köpfe und sehr viele Unterstützer. Und zwei von Anfang an dabei Unterstützer und immer hinter diesem Projekt Steherinnen und Organisatoren. Darf ich jetzt nach vorne bitten, zwei, ohne die das Projekt gar nicht funktionieren könnte, und zwar den Peter Iwaniewicz vom österreichischen Umweltministerium und die Katrin Gräble, Projektleiterin vom UN-Klimareporter. Ja, lieber Peter, du bist Unterstützer eben des Projekts, wie ich gesagt habe, von Anfang an. Du hast die Entwicklung vom Projekt miterlebt. Wie siehst du jetzt diese Entwicklung, wie siehst du das Projekt vor allem vor dem Hintergrund, dass Paris ja wirklich richtungsweisende Ergebnisse
bringen sollte. Was wünschst du den Teilnehmern für diesen großen, für dieses große Vorhaben oder vor diesem Hintergrund? Ja, danke. Ich wünsche uns allen eigentlich, dass klar wird, vor welchen eigentlichen Herausforderungen wir stehen. Die Klimaverhandlungen sind natürlich ganz wichtige Verhandlungen, aber was dahinter steht, ist, sind wir in der Lage, in Zukunft solche globalen Probleme durch Gespräche zu lösen und auszuverhandeln? Oder fallen wir zurück in Zeiten des Mittelalters, wo man das einfach über Gewalt versucht zu lösen, wo sich das Stärkere durchsetzt? Und ich hoffe, dass das nicht so ist. Und insofern sind diese Klimaverhandlungen für mich auch zukunftsweisend. Können wir im 21. Jahrhundert auf zivilisierte Weise Probleme lösen? Ja, soll ich weiterreden? Du schaust mich so fragend an. Na, weil ich finde, das ist sehr, sehr schön zusammengefasst, um was es dann eigentlich geht, die Herausforderungen vom 21. Jahrhundert. Und wenn ich dann noch einen Wunsch äußern darf, der heißt einfach, lernen Sie andere Sprachen. Und zwar auf der Ebene der Verhandlungsfähigkeit, auch wenn wir dankenswerterweise bei einem Dolmetsch-Service diesmal haben. Meine Erfahrungen bei internationalen Konferenzen, wenn man ein bisschen dann durch die einzelnen Sprachen switcht, ist, dass das durchaus unterschiedlich übersetzt wird. Und insofern kommt den Übersetzern und Übersetzerinnen, die oft so im Hintergrund steht, eine ganz zentrale Rolle bei solchen Verhandlungen zu. Und da möchte ich mich nicht nur bedanken, sondern auch Ihnen mitgeben, ohne dass Sie die Sprache und letztendlich über die Sprache ein Teil der Kultur dieser anderen Sprachgemeinschaft verstehen lernen, kann man auch schlecht erfolgreich Verhandlungen führen. Danke noch für den Tipp und vielen Dank für die Unterstützung des Umweltministeriums für das super Projekt. Ja, liebe Katrin, du organisierst und planst das Projekt ja seit Sommer. Was sind jetzt deine Erwartungen an diese zwei Tage und was wünschst du den Teilnehmern? Ich erwarte mir natürlich, dass wir ein 1A-Outcome-Paper haben. Nein, Spaß. Ich erwarte mir, dass ihr euch gut in euren Rollen zurechtfindet, dass sich eure Vorbereitungen, eure Intensiven bezahlt machen. Und ich wünsche euch, und ich glaube, das wurde vorher auch schon angesprochen, dass ihr euch traut, dass ihr euch hier heute etwas traut und dass ihr auch Spaß dabei habt. Und ich bin schon sehr gespannt. Dankeschön und danke für die tolle Organisation. Dankeschön. Eine Besonderheit an dem Projekt ist auch, dass es in Kooperation mit 3 Hochschulen stattfindet. Und dazu möchte ich jetzt auch noch einmal Vertreter dieser Hochschulen nach vorne bitten, euch bereits bekannte Gesichter, und zwar zum einen den Harald Wilfing von der Universität Wien und zum anderen den Adam Pavlov von der Universität für Bodenkultur Wien. Ja, die Teilnehmer haben sich hier alles sehr lange vorbereitet, wie ich auch heute bei Gesprächen schon gehört habe, sehr viel recherchiert, sehr viel auch ausländische Zeitungen gelesen, sich richtig in die Rolle reingefunden und sogar teilweise sehr gut in die Rolle mit Blumenketten oder Kopftüchern oder roten Punkten auf der Stirn geschmückt. Lieber Adam, du hast den Prozess lange verfolgt. Wie siehst du diese Entwicklung und hast du noch Tipps für die Teilnehmer für heute? Ja, danke. Also ich habe den Prozess als super spannend empfunden. Wir haben ja bereits im Juni begonnen, was für Lehrveranstaltungen eher ungewöhnlich ist, dass man bereits ein Semester früher beginnt. Und dann gab es diesen Prozess mit den Beratungsabenden im Sommer. Und was total schön war, dann zu sehen bei unserer ersten 3-tägigen Vorbereitungssitzung im Oktober, ist, dass die Gruppe einerseits schon wirklich zusammengewachsen ist, das war sehr schön zu sehen, und andererseits, dass der Wissensstand bereits sehr hoch war, also dass wirklich eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden hat. Ich glaube, das ist auch gleichsam sozusagen der Mehrwert dieser Lehrveranstaltung. Am Zentrum für globalen Wandel an der BOKU ist es auch
ganz wichtig, zunehmend so, ich sag mal, innovative und neue Lehr- und Lernräume zu bieten, um eben solche kritische Auseinandersetzungen zu ermöglichen. Wenn ich irgendwelche Tipps habe, dann würde ich sagen, nimmt die Rollen wirklich ernst. Ich finde wirklich, der große Mehrwert an dem Ganzen ist, dass man intensiv die Möglichkeit hat, sich mit einer womöglich durchaus auch fremden Rolle, mit einer fremden Position auseinanderzusetzen. Aber genau diese intensive Auseinandersetzung mit dem anderen, sage ich jetzt einmal, ermöglicht erstmal ein Verständnis dafür und ein Verständnis auch für die Komplexität dieser Prozesse. Und ja, ganz zum Schluss möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch, bei JUMP, bei der Uni Wien, beim Umweltministerium und natürlich auch bei der UNO hier in Wien für die Zusammenarbeit bedanken. Danke auch dir. Ja, lieber Harald, du hast doch letztes Jahr das Projekt schon begleitet und jetzt eben heuer auch den Prozess gesehen. Was hast du da so beobachtet und was möchtest du den Teilnehmern noch mitgeben? Ja, guten Morgen alle. Und was ich euch mitgeben möchte, ist das, was eh schon wiederholt gesagt wurde, dass ihr gut in euren Rollen unterwegs seid, dass ihr Spaß habt an diesen Rollen, dass ihr euch damit identifiziert und damit zum Gelingen dieses Prozesses auch entscheidend beiträgt. Was mir im Nachdenken und im Reflektieren und im nach vorne schauen, und ich greife auch sozusagen ein Bild von Peter Iwaniewicz jetzt auf, entsprechend ja, in den Sinn gekommen ist, ist die Tatsache, wenn man immer sagt, ja, das sind jetzt Tage von einer historischen Bedeutung, und ich habe vor kurzem das neue Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway gelesen, das trägt vom Ende der Welt, Chronik eines angekündigten Untergangs. Und dieses Buch ist insofern sozusagen ein historisches Buch, weil es ein Science-Fiction-Roman im wahrsten Sinne des Wortes ist, nämlich eine fiktive Rückblende aus dem Jahr 2393 auf unsere Zeit, auf den Beginn des 21. Jahrhunderts. Und hier wird ein Begriff verwendet, der für mich ein ganz wichtiger Begriff ist, weil hier wird von unserer Zeit, in dieser historischen Rückschau aus der Zukunft, wird vom penumbrischen Zeitalter gesprochen. Und das penumbrische Zeitalter ist auf Deutsch übersetzt, heißt das Zeitalter des Halbschattens. Und das bezieht sich auf das englische Wort für Aufklärung, Enlightenment. Ja, das heißt ja, also sozusagen das Licht einschalten. Und der Halbschatten, in dem wir uns jetzt befinden, aus der Sicht eines Historikers aus dem 24. Jahrhundert, das ist sozusagen eine ganz wichtige Aufgabe, mit diesem Halbschatten umzugehen, ganz im Sinne des Glases, das halb voll oder halb leer ist, nämlich den Vorhang wieder aufzumachen und sozusagen in eine erleuchtete Zukunft zu schauen, wenn ich das so sagen darf. Das wünsche ich euch. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass Konstruktionen wie eine solche Simulation und der Prozess, der JUMP sei das zu danken, damit in Gang gesetzt wird, gerade für Studierende, die ja Multiplikatoren in der Gesellschaft für sinnvolle Zukunftsentwicklung sein sollen, jedweden Studienhintergrundes. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig und da wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Dankeschön und danke für die tolle Kooperation. An dieser Stelle auch vielen Dank an die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und insbesondere der Birgit Karre, die heute eben leider nicht da sein kann. Und bevor es jetzt richtig losgeht, beziehungsweise bevor wir starten, beziehungsweise ihr startet mit der Simulation, gibt es auch noch ein paar andere, bei denen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken wollen, und zwar zuallererst der Elfriede More und dem Helmut Hojewski für die tolle Expertise, für die tolle inhaltliche Unterstützung, und sie werden auch die nächsten beiden Tage hier dabei sein und euch gute Ratschläge und Tipps für die Simulation geben. Dankeschön.
dem Wolfgang Gruber, den ich hier hinten sehe, der euch auch pädagogisch begleiten wird die nächsten beiden Tage und für alle Tipps und Ratschläge zur Verfügung steht. Vielen Dank, dass du dabei bist. Eben dem United Nations Information Service, die uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und uns eben technisch unterstützen. Vielen Dank. Den Dolmetscherinnen und Universitas, die ich hier oben schon die ganze Zeit beobachte, mich jetzt wahrscheinlich alle anlächeln und sich denken, okay, ich muss das jetzt übersetzen, was sie sagt und so viel, wie sie sagt, aber ihr macht echt eine super Arbeit und ihr tragt wesentlich dazu bei, dass das Ganze total realistisch rüberkommt. Dankeschön. Dann noch dem Institut Français und der französischen Botschaft für die tolle Kooperation und die Unterstützung. Vielen Dank. Dem Jump-Team, was hier überall herumwuselt und versucht, alles organisatorisch auf gleich zu bekommen. Die Nadia, die gerade kommen ist, um alle letzten Teilnehmer abzuholen, bis zum Clemens, der hinten eben die ganze pädagogische Begleitung macht, bis hin zum Julius, der die Fotos macht. Vielen Dank euch allen für die Unterstützung. Und zu guter Letzt, aber fast das Wichtigste, euch danke für die Teilnahme, eurem großartigen Engagement, eurem vielen intensiven Zeit, die ihr in das Projekt investiert habt. Es wird sich hoffentlich auf jeden Fall für euch lohnen. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr mitmacht. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Delegierte, mein Part ist an dieser Stelle zu Ende. Ich übergebe das Wort nun an den Vertreter Frankreichs und den Vertreter Perus, Sylvain Fournel und Enrique Noria Frey. It's a great pleasure that you're here today with us. The floor is all yours. So let the conference begin. Good morning. Everyone, good morning, delegates. Guten Morgen, Delegierte. We're going to open this ceremony. Wir möchten gerne diese Veranstaltung eröffnen. Good morning, all delegates, chief of Guten Morgen, States, Delegierte, Staats- und Minister. Regierungschefs, Minister. If you allow me, I'm going to speak in my language, in Spanish. Ich werde in meiner Muttersprache Spanisch sprechen. Please. Buenos días, señores jefes de Estado y de Gobierno. Señora Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Cristina Figueres, Ministro Fabius, señoras, señores, ministros de Estado, señoras y señores presidentes y copresidentes de los órganos subsidiarios, señoras y señores delegados de los Estados parte, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en el que constituye el último acto oficial de la presidencia peruana de esta conferencia. Ha sido un año intenso de negociaciones y reuniones, no todas ellas fáciles, pero rescatamos que cada esfuerzo ha sido importante y ha merecido otorgarle la mayor dedicación, porque de lo que estamos hablando aquí es de proteger nuestro planeta del cambio climático y salvaguardar así nuestra propia existencia y la de las generaciones futuras. El Perú tomó la responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo la difícil tarea de liderar los esfuerzos mundiales en este objetivo, conscientes de los efectos del cambio climático. Estamos convencidos que durante la COP20 en Lima se logró fortalecer la confianza y allanar un camino para el acuerdo que todos esperamos se materialice aquí en París. Permítame solo mencionar algunos de los logros alcanzados en la conferencia de Lima. La determinación de la comunidad internacional de adoptar en el marco de esta conferencia un acuerdo vinculante que comprenda el tratamiento de todas las dimensiones del cambio climático en una forma balanceada, incluyendo un anexo con los elementos de un borrador de acuerdo que refleje el trabajo y el progreso alcanzado en las negociaciones desde febrero pasado. Alle Staaten el compromiso de todos los Estados para alcanzar un acuerdo bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas en línea con las diferentes realidades nacionales.
Reafirmación de todos los Estados parte de comunicar a la Secretaría sus contribuciones nacionales a la reducción del cambio climático, entendiéndose que la contribución deberá representar un progreso. Con miras al periodo pre-2020, la reafirmación de obligaciones existentes bajo la Convención y el Protocolo de Kioto, decidiendo continuar con el examen a nivel técnico de oportunidades con alto potencial de mitigación y el acuerdo para impulsar la implementación acelerada de esas opciones. La decisión de proveer oportunidades para un efectivo diálogo y compromiso entre Estados y actores no estatales, incluyendo la realización de un evento anual de alto nivel para fomentar la cooperación. Esta iniciativa tuvo su primera edición con la realización del Día de Acción Climática de Lima el pasado 11 de diciembre, que congregó en un evento al más alto nivel a representantes estatales y no estatales. Adicionalmente, en el marco de la COP20 de Lima, se dio origen al Fondo Climático Verde, Green Climate Fund, el que a través de aportes de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, ha alcanzado la suma de 10 billones de dólares. De igual forma, se presentó el portal para la acción climática Nazca con la posibilidad de incrementar la visibilidad de las acciones dirigidas a la mitigación del cambio climático entre gobiernos locales, sector privado y sociedad civil en general. Hoy día, Francia toma la posta y asume esta gran responsabilidad, pero no sin el apoyo y compromiso político de todos los demás estados de la comunidad internacional. En ese sentido, permítame finalmente aludir a la excelente colaboración establecida a lo largo del presente año entre mi gobierno y el gobierno francés, no solo mediante consultas permanentes al más alto nivel, sino a través de la denominada Agenda de Acción Lima-París, iniciativa conjunta entre Francia, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Secretaría de la Convención y mi país, para servir de catalizador de todas las acciones de Estados y otros actores no estatales en continuación a los acuerdos alcanzados en la cumbre del clima realizada en Nueva York en septiembre de 2014. Ministro Fabius, cuente usted con todo nuestro apoyo. No deseo concluir mi intervención sin reiterar el compromiso del Perú de continuar trabajando a nivel nacional y apoyar todo esfuerzo para la comunidad internacional con el fin de construir y salvaguardar un futuro climático para nuestro planeta. Muchas gracias. Vielen herzlichen Dank. Ahora deseo otorgar la palabra al ministro Fabius, que asume la presidencia de esta conferencia a partir de este momento. Lieber Manuel, vielen Dank. Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, sehr geehrte Staats- und Regierungschefs, meine Damen und Herren Minister, meine Damen und Herren, es ist eine große Ehre für mich, Sie hier heute in Paris zu empfangen, damit wir diesen historischen Gipfel zum Klima veranstalten. Er ist historisch angesichts der Herausforderung, die uns zusammenbringt, und auch historisch in Bezug auf den möglichen Ausgang, der mutig und entscheidungskräftig ist. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Als Vorsitz dieser Konferenz ist Frankreich sich ihrer Verantwortung bewusst und würde sie gerne mit Bescheidenheit annehmen, denn die Aufgabe, die vor uns steht, ist umfangreich. Es ist eine große Ehre für mich, dass mir der Vorsitz von Manuel Pulgar Vidal überbracht wurde, der Umweltminister von Peru und der Vorsitz der COP20. Er weiß über meine Freundschaft Bescheid und wir wissen, wie sehr all das, was in Paris geschehen kann in zwei Wochen, Peru zu verdanken ist. Peru mit seinem Engagement, mit seiner Offenheit und seiner Verantwortung. Meine Damen und Herren, der Ehrgeiz dieser Konferenz, das Ziel, wird vereint durch die Dringlichkeit des Schutzes unseres Planeten. Es gibt immer größer werdende Bedrohungen in Bezug auf Klimaerwärmung auf allen Gebieten und wir haben einen gemeinsamen politischen Willen, dass die Menschheit gemeinsam aktiv werden muss. Es muss ein universelles Abkommen
ein verbindliches und ausgeglichenes Abkommen geschaffen werden, um den Klimawandel auf 2 Grad zu begrenzen. Die zugrunde liegenden Prinzipien wurden bereits in Durban im Jahr 2011 festgelegt. Ich möchte nun 2 Aspekte ganz besonders betonen, die für das Abkommen wichtig sind. Zuallererst muss Recht walten. Es müssen die Anstrengungen der einzelnen Länder gleich sein. Und das Abkommen muss nachhaltig sein. Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass ein positives Herangehen an den Kampf gegen den Klimawandel eine Möglichkeit für den Wachstum ist, für den Kampf gegen Armut und für Innovation. All das ist für den Erfolg unserer Konferenz unabdingbar. Sehr geehrte Damen und Herren, heute Morgen, noch vor der Eröffnung dieser 21. Konferenz der Vertragsparteien in Bezug auf die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen zum Klimawandel, haben sich Staats- und Regierungschefs zusammengefunden und haben den Weg gezeichnet, den wir folgen müssen. Und die Herausforderungen, die wir uns gesetzt haben, müssen eingehalten werden. Das ist unsere Aufgabe. Es ist das Ausgangsmaterial bereits vorhanden. Es gibt hier zuallererst einen Abkommensentwurf, der in Bonn letzten Monat verabschiedet wurde. Ich möchte darauf bestehen, dass er von allen akzeptiert wurde, als Verhandlungsbasis. Es ist nun unsere Herausforderung, innerhalb von heute bis nächsten Mittwoch den endgültigen Entwurf fertigzustellen. Hier muss berücksichtigt werden, dass auch eine Übersetzung in die 6 Amtssprachen der Vereinten Nationen fertiggestellt werden muss. Die französische Vorsitz wird dabei keine Mühen scheuen, damit dieses Abkommen fertiggestellt wird. Der Vorsitz wird hier das Abkommen erleichtern, doch möchte er nicht die Vertragsparteien ersetzen, denn das würde zu einer Niederlage führen, zu einem Scheitern. Das Erreichen dieses Abkommens ist die Verantwortung der Regierungen. Doch die Bestimmung dieses Abkommens ist, dass es von weiteren Elementen ergänzt wird, etwa vom Klimabündnis, das es hier in Paris geben wird. Ich möchte hier über die Summe der nationalen Beiträge sprechen. Diese sind sehr zahlreich, was sehr ermutigend ist. Auch die Gesamtheit der Initiativen, der Innovationen und all dieser Hoffnungen, die hier in diesem Saal und darüber hinaus klar werden. Diese sollen uns leiten und uns ermutigen, ehrgeizig zu sein. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich glaube an unseren Erfolg, weil ich auf ihn hoffe und auch, weil die Welt dies erwartet. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen wunderbare Verhandlungen. Le ministre de l'Environnement de la France, le ministre de l'Environnement de Pérou, merci beaucoup pour votre mot très inspiré. Herr Minister, le chair Umweltminister aus Pérou, que vos mots vont nous diriger vers une conférence et un résultat zu einem Resultat kommen, à succès. Mit Thank einem you very much. Erfolg. The Minister of Environment of France and the Minister of Environment of Peru. The chair hopes that your wir hoffen, words of inspiration will dass guide Ihre inspirierenden conference Worte uns durch diese Konferenz führen und zu einem Erfolg führen werden. The chair of the conference of the parties der Vorsitzende der Konferenz der Parteien erklärt die Konferenz hiermit für eröffnet. The chair would like to start with a wir roll call of all parties. Gerne damit anfangen, so alle like, einzelnen Parteien vorzustellen. Bitte sagen Sie den Namen Ihres Landes und sagen Sie so we'll start anwesend. Australia. Australien. Present. Anwesend. Thank you. Barbados. Barbados. Present. Anwesend. Bolivia. Present and voting. Brazil. Anwesend. Present. Brasilien China, anwesend. China present. Anwesend. France, Frankreich present. Anwesend. Germany, Deutschland. Ghana first. Ghana zuerst. Anwesend. Germany, present. Deutschland anwesend. India, Indien present. Anwesend. Italy, Italien present. Anwesend. Marshall Islands present. Marshall Inseln Nigeria, anwesend.
Present. Nigeria anwesend. Polen anwesend. The Russian Federation. Die Russische Föderation. Present. Russland. Saudi Arabia anwesend. Present. Saudi Arabien anwesend. Uganda present. Anwesend. United Arab Emirates. Present. Vereinigte Arabische Emirate and the United anwesend. States of America. Present. USA anwesend. Thank you very much. Vielen Dank. Are there any motions or points gibt on the floor at this Einwände, time? Gibt es Punkte? Republic of Uganda would Uganda like to call a motion for an extension of the speaking time of the opening speeches to 3 minutes. Thank you. Der Eröffnungsreden auf 3 Minuten. Thank you, Uganda. The chair would like to remind Uganda to wait for the chair to call the nation's name and to raise Uganda the placard. Uganda, dass zuerst der Vorsitz the das Land nennt und of, dann melden Sie sich bitte erst extension zu Wort. Of speaking time to 3 minutes is in order. Antrag für 3 Minuten Redezeit points or motions on the floor? Ist korrekt, das werden wir annehmen. Gibt seeing es andere Anträge? Seeing none, we will continue. Wenn we will, nicht, open the general speakers list werden for the opening wir die speeches. Allgemeinen Eröffnungsreden beginnen. All nations have the possibility alle Länder haben die Möglichkeit, to come forward to the pult hierher zu kommen and, an das Pult hold an oder opening sitzen speech, zu bleiben. Sie dürfen eine Eröffnungsrede halten with the maximum time und of haben minutes. 3 Minuten höchstens Zeit dafür. The chair would like all Vorsitz nations wishing to be put on the general speaking list for opening statements to erinnert alle raise Länder, their die an das Pult kommen möchten, bitte ihre Hand zu heben. Verzeihung, die Schilder zu heben. Okay, Australia, thank Australien, you. Danke. Barbados, Barbados thank danke. You. Bolivia, Bolivien, thank you. Danke. Brazil, Brasilien, danke. Thank you. France, Frankreich, thank you. Dankeschön. Germany, thank Deutschland, you. Danke. India, Indien, danke. Thank you. Italy, Italien, thank you. Danke. Marshall Islands, thank Marshall you. Islands, danke. Poland, Polen, thank danke. You. Russian Federation, thank you. Danke an Russland Saudi Arabia, und Saudi-Arabien, thank you. Dankeschön. Uganda, Uganda, thank danke. You. United Arab Emirates, thank you. Emirate, danke. United States of America, thank you. Staaten von Amerika, danke schön. So we will start with the opening speech mit of der Australia. Von Australia, Australien beginnen. Bitte. Sie haben das Wort. Thank you. Vielen Dank. Distinguished delegates, distinguished sehr chair. Delegierte, sehr geehrte Australia Vorsitz. Would like to greet the delegates of all countries. As well as the chair. And special thanks to France for its tremendous efforts Vielen to Dank organize this conference. Dass Sie diese Konferenz First, Australia wants to mention that we're honored that you once again put your trust in us to be the co-chair of the Green Climate Fund. In this function, Australia will encourage increased focus on the climate change challenges, focusing on our region, particularly Pacific Island countries, in and other small island developing states. Regarding today's Staaten. Points for negotiation, Punkte, we're hoping for a sustainable wir, and inclusive meeting, producing a legally Konferenz binding wird, agreement for einem, all parties, serving as a framework for national measures to reduce greenhouse gas emissions from 2020 onwards. It is very important that all parties work together wichtig, because it takes everyone to face a global problem like climate change. Australia would like to emphasize that the agreement needs to be a stable framework creating transparency and accountability sein. Regarding the national measures. Und last, Australia wants to mention once again that we're hoping for a productive wir negotiation leading to feasible and measurable results regarding our common goal to reduce the greenhouse gas emissions. Thank you. Emissionen zu reduzieren. Vielen Dank. Thank you, Australia. Barbados, you have the floor. Vielen Dank, Australien. Barbados, Sie haben das Wort. Dear delegates all over the world, dear Chair, sehr geehrte Abgeordnete I auf der ganzen Welt, you. Sehr geehrter Vorsitz, a ich habe eine Geschichte before, für before Sie. Left, vor ein paar Tagen, bevor ich hierher gekommen bin, hat meine kleine Tochter, die 7 Jahre alt ist, mich gefragt, wohin ich gehe. Und I told her that I ich habe ihr gesagt, dass ich nach Paris reise.
um an der COP 21 teilzunehmen. Und ich habe ihr erklärt, was die COP bedeutet. Und sie hat mich gefragt, was das auch, was dies für uns bedeutet wird. Und ich habe ihr die Auswirkungen des Klimawandels beschrieben, vor allem für uns in Barbados. Und ich musste sagen, dass über die nächsten 100 Jahren wird Barbados nicht mehr existieren, wenn wir kein Abkommen erzielen können. Und sie ist natürlich, hat sich natürlich erschrocken, wie sie sich vorstellen können. Und es war still im Raum. Und dann hat sie gesagt, bitte erzähl ihnen von uns. So, ich möchte Barbados nicht verlassen. Um ihr Wunsch zu erfüllen, möchte ich ihnen mitteilen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen möchten. Und dies ist meine Botschaft an Sie. For us in Barbados, it is neck or nothing for us. Bedeutet dies entweder alles oder nichts. Vielen Dank. Thank you, Barbados. Vielen Dank, the Barbados. Would like to remind der Vorsitz the möchte to refer, die to not refer Parteien daran as I, but erinnern, to, sich nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern Bolivia, sich auf die Nation zu beziehen. Bolivien, ich erteile Ihnen das Wort. Mr. Co-Chairs, Honorable Delegates, today I have the honor of delivering the statement on behalf of the group of G77, representing about 130 countries. Today our Mother Earth is founded and the future of humanity is in danger. If global warming increases by more than 2 degrees Celsius, a situation that the Copenhagen Accord could lead to, there's a 50% chance that the damages caused to our Mother Earth will be completely irreversible. We would like to emphasize that developing countries did not create the current climate problem. Dieses Problem wurde nicht durch uns kreiert, aber wir leiden am meisten daran unter ihren Auswirkungen. Und dies betrifft auch unsere Entwicklungsziele. Mr. Co-Chairs, the group of G77 identified 5 points as relevant for the upcoming negotiations. Point one, any successor to the Kyoto Protocol must be established under the Convention and based on its principles. Provisions related to commitments and responsibilities with regard to mitigation, adaptation and means of implementation must be maintained and strengthened. Point two, the process of negotiations must not lead to a reinterpretation or a rewriting of the Convention. Point three, the negotiations must be a party-driven process and must be fully inclusive. Soll inklusiv und transparent sein. Viertens, das Resultat muss übereinstimmen mit den Zielen und Prinzipien der Konferenz. Wir haben gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten und verschiedene Möglichkeiten, dies umzusetzen. Das Resultat soll fair sein und erfolgreich und alle Parteien inkludieren. Ich hoffe, dass es klar und transparent sein wird. Und die Gruppe der 77 möchte eine größere Verpflichtung an alle zu einer größeren Verpflichtung aufrufen. Entwicklungsländer sind immer noch am Kämpfen, um die Armut zu verringern und nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das sind unsere höchsten Prioritäten. Aber wir ergreifen schon We often have to rely on Handlungen our own resources in diese Richtung. Wir müssen uns dafür einsetzen, um diese Ziele umzusetzen. Und wir rufen Sie dazu aus, uns finanziell zu unterstützen, damit diese Ziele umgesetzt werden können. Die Gruppe der 77 ruft Sie dazu auf, zu kooperieren, um einen Konsensus zu erreichen und that will perceive our Mother Earth for future generations. An outcome that this is ultimately to the benefits of us all. Unsere Erde betrifft und damit auch unsere Zukunft. Vielen Dank. Thank you, Bolivia. Vielen Dank, Bolivia. Brazil has the floor. Brasilien, ich erteile Ihnen das Wort. The chair would remind the parties present to refer from clapping. They may state their excitement. Der Vorsitz erinnert Sie daran, dass Sie nicht klatschen sollen. Meine Damen und Herren,
Vorsitz. Es ist momentan keine Dolmetschung möglich, da das Mikrofon nicht gut funktioniert. Nach diesen Jahren der Verhandlungen hoffen wir wirklich, dass alle Parteien eine Parteien hier in Paris zu einem Abkommen kommen. Da Brasilien, ein Entwicklungsland, ist dazu bereit, einen großen Beitrag zu leisten. Dies haben wir bereits in den letzten Jahren zum Ausdruck gebracht. Der Vorsitz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Deshalb möchten wir Ihnen danken, dass so viel bereits ermöglicht wurde. Wir wünschen allen Delegationen der Konvention erfolgreiche Verhandlungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Germany, you have Brasilien, Deutschland, France, you have this word. Verzeihung, Frankreich, Sie haben das Wort. Bonjour, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir pour cet événement historique zu diesem historischen Ereignis in Paris willkommen zu heißen. Der Temperaturanstieg wird irreversible Auswirkungen haben. Deswegen müssen wir jetzt aktiv werden. Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, bien que chacun et chacune auch wenn alle hier anwesenden Parteien unterschiedliche Interessen haben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir nur eine Erde haben. Wir befinden uns hier im selben Boot. Das Ziel muss sein, eine gemeinsame Lösung zu finden. Diese muss für alle annehmbar sein. Wir stehen dieser Konferenz optimistisch gegenüber, dass sie interessant und konstruktiv sein wird. Vielen Dank. Thank you, France. Germany, you have the floor. Vielen Dank, Frankreich. Deutschland, Sie haben das Wort. Honorable Chair, dear delegates, it is an honor for the Federal Republic of Germany to be participating in this year's Conference of the Parties. The situation is dire, and the responsibility of future generations weighs heavily on our shoulders. We are looking forward to productive and constructive discussions, setting national and political differences aside, wo wir politische und nationale Differenzen beiseite lassen. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wir möchten heute die Wichtigkeit von Transparenz, verbindlichen Abkommen unterstreichen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Treibhausgase müssen 2020 spätestens ihren Höhepunkt erreichen und bis 2050 um 50% gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Vielen Dank. Thank you, Germany. India, you have the floor. Vielen Dank, Deutschland, Indien. Sie haben das Wort. Honorable Chair, distinguished delegates. Thank you very much for the preceding speeches. Vorsitzende und Delegierte, vielen Dank für Ihre Statements. Die waren sehr inspirierend. Indien ist besonders mit Bolivien einer Meinung und was die Gruppe der 77 angeht. Wir brauchen Ziele in einem klaren Zeitrahmen, um die schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels abzufangen, die uns alle sonst schwer betreffen würden. Als Entwicklungsland möchte Indien die Wichtigkeit der verschiedenen Verantwortungen und Möglichkeiten verschiedener Länder hinweisen, zu handeln. Einige Länder haben einen klaren technologischen Vorsprung, um den Klimawandel entgegenzutreten und muss hier vorangehen, nicht nur aufgrund ihrer historischen Verantwortungen. Auf jeden Fall freut sich Indien auf eine konstruktive Konferenz, die von Vertrauen und Übereinstimmung geleitet ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Indien, Italien, Honorable Chair, distinguished delegates,
Vorsitzender Delegierte, es ist für die Republik Italien eine große Ehre, heute hier zu sein. For the organization wir möchten and hosting auch COP21. Frankreich für die Organisation und die Gastgeberrolle danken. Wie andere Nationen schon gesagt haben, hat Klimawandel schon jetzt eine große Auswirkung und wird es auch in der Zukunft haben. Die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen ist wichtig, die Auswirkungen in der Zukunft zu verringern. Ich hoffe, dass wir in dieser Konferenz einen großen Schritt in die Zukunft machen können und die Zukunft der nächsten Generationen retten. Vielen Dank. Thank you, Italy. The Marshall Islands. Italien, floor is yours. Marshall Inseln. Honorable Chair, distinguished delegates. Sehr geehrte Abgeordnete, jedes Jahr versammeln wir uns hier, um über diese wichtigen Maßnahmen zu verhandeln. Und jetzt ist es noch viel wichtiger, um endlich ein Abkommen zu erreichen. Klimawandel spielt sich viel zu schnell ab, um uns verletzlichen Inseln eine Chance zu geben. Die Verhandlungen haben keinen Erfolg erzielt. Und für uns gibt es keine Zeit mehr, denn wir leiden unter den Auswirkungen des Klimawandels, unter den Tropenstürmen und Orkanen. Der Meeresspiegel steigt an und wir sind bedroht. Mit dem Tod bedroht. Es ist eine wirklich sehr ernsthafte Angelegenheit und daher möchten wir Sie noch einmal daran zu erinnern, verehrte Abgeordnete, um diese Situation richtig einzuschätzen und ein rechtlich bindendes Abkommen zu erreichen und auch finanzielle Unterstützung zu leisten. Wir möchten das 1,5-Prozent-Ziel erreichen und festlegen. Let us all act now. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln, denn es gibt keine andere Möglichkeit für uns zu überleben. Lassen Sie uns nicht sterben. Vielen Dank. Thank you, the Marshall Islands. Vielen Dank, Poland, Marshall Islands. Yours. Polen, ich erteile Ihnen the das delegation Wort. Of Poland is part of the Die Delegation European Union von Polen ist Teil der Europäischen Union und wir heißen Sie hier willkommen. Und wir möchten die Wichtigkeit dieser Konferenz unterstreichen, damit wir eine gemeinsame Handlung Aktivitäten treffen können. Wir möchten ein universal bindendes Abkommen erreichen, was The outcome of this conference should send a strong signal dieser Konferenz in order sollte ein Signal senden, a 2-degree goal at minimum. Damit wir mindestens das 2-Grad-Ziel erreichen können und alle Parteien sollen gemeinsam sich dafür einsetzen und zusammenarbeiten. Thank you, Poland. Vielen Dank, Polen. The Russian Federation. Die Russische Föderation. Ich erteile Ihnen das Wort. Dear delegates of the parties, sehr geehrte Abgeordnete aller Parteien, sehr geehrter Vorsitz, die Russische Föderation möchte den Partnern danken, dass sie hier teilnehmen an dieser Konferenz, um die CO2-Balance Gleichgewicht zu verbessern. Wir müssen Anstrengungen treffen, um den Klimawandel zu bremsen. Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen. We ask for this awareness und wir möchten Sie dafür parties, auffordern, dass Ihnen dies bewusst wird. And of course, from the biggest emitters. Und vor allem auch die am meisten zum Klimawandel beitragen. The United Nations respects wir möchten auch the plurality unterstreichen, dass in his opening wir die Pluralität der Parteien correctly stated anerkennen. That the contributions must und be based die Beiträge capacity. Müssen sich auf die individuellen Möglichkeiten begründen. And validation is und wir müssen national responsibility. Dies We're looking forward gemeinsam to überprüfen. Talks. Überprüfen. Wir freuen uns auf die Verhandlungen. Thank you, Russian Federation. Vielen Dank, United die Russische Föderation, die Vereinigten Saudi Arabia, the floor is yours.
Arabischen Emirati. Sabah al-Khair. Good morning, everyone. Dear Chairman, dear delegates, the government of Saudi Arabia would like to express its deep gratitude for the French government for its exceptional efforts in preparing for this conference to pave the way for a new agreement to put plans against climate change into action. Saudi Arabia would like to underline that there are two main points the UN should focus on: international cooperation and intended national determined contributions. And we should build on the principles of conventions, especially the common but different responsibilities. It is also important to acknowledge all the efforts that we have been done in the past and build on these stepping stones for a better future. We should advance cooperation instead of dictating what to do. We should try to help countries achieve their goals. The developing nations, should play the leading role in the agreements. Saudi Arabia thinks that developing countries should have the opportunity to improve economic and social backgrounds. Since due to developed countries, this was not fully possible in the past. In der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit war dies leider nicht immer der Fall. Vielen Dank. Uganda, you have the floor. Uganda hat das Wort. Excellencies, Ms. Najjar, Mr. Adam, Mr. Lassacan, Honorable Ministers, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Delegierte, I am very pleased to welcome you all to this high level event of climate change in the name of the African Kingdom. I particularly welcome my fellow delegates of the African Group, Ms. Garston, now representing the Federal Republic of Nigeria, and Ms. Eisleitner from the Republic of Ghana. Ich arbeite sehr eng mit Ghana zusammen und mit den Kollegen der anderen afrikanischen Länder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Klimawandel ist eine Bedrohung für die Menschen. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels haben Auswirkungen auf Entwicklungsländer und auf entwickelte Länder. Es kommt zu Dürren, Fluten und anderen schlimmen Wetterbedingungen. In Uganda spüren wir den Klimawandel schon jetzt und wir hängen vor allem von der Landwirtschaft ab. Deshalb ist es wichtig festzustellen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist und dass wir noch die Möglichkeit haben, diese Effekte umzukehren. Simply put, it is not too late. Aber, und ich möchte sagen, es ist noch nicht zu spät. Wir müssen jetzt reagieren und wir müssen mutig reagieren. We must boost climate financing, innovation and investment in environmentally sound technologies and infrastructure, and above all, capacity building. In this regard, mobilizing $100 billion annually from 2020 and raising additional resources will be critical, though not enough, for the implementation of mitigation and adaptation actions. Nevertheless, I must clearly state that the African Group will not allow the afrikanischen domestic development to be repressed by any decision taken by the conference of the parties. I postulate that any such development would be the very undoing of many a project that we have undertaken to further progress and welfare in our nations. In this we must and will remain steadfast, for we hear our people's desperate cry for a better livelihood, energy and infrastructure, and we pay heed to that call. Excellencies, ladies and gentlemen, climate change is not simply a matter of concern for scientists and politicians. It is an issue that is of profound importance for everyday people, young, old, rich and poor. In the year that we have pledged to put people at the center of what we do, we must listen to the calls of the collective global community and take concrete and courageous steps to address climate change as a matter of utmost priority and urgency. Together, we should, we must spare no effort to reach a just, balanced and universally binding agreement that promotes the achievement of sustainable development and preserves our planet. For we were given stewardship, not dominion over this planet. I thank you very much for your kind attention. Und nichts vorschreiben. Vielen Dank. Thank you, Uganda. Vielen Dank, Uganda. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Sie haben das Wort. Thank you. The United Arab Emirates just want to strengthen the statements in their opening speech und zwar das, was wir schon in der Eröffnungsrede gehört haben von den G77 Staaten, that
There are different conditions. Es gibt verschiedene Bedingungen für die verschiedensten Länder, für Entwicklungsländer und für Industriestaaten. And in this conference, in we have dieser to, Konferenz address these different sollten conditions. Wir genau diese Unterschiede ansprechen. Furthermore, I want to claim, des Weiteren ist es so, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sich sehr bemühen, wenn es um Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen geht. Und natürlich auch, wenn es um die Technologieentwicklung geht und dessen Finanzierung. Dies werden sehr wichtige Punkte in den Verhandlungen sein für uns. Vielen Dank. Thank you, United Emirates. Vielen Dank, Vereinigte Arabische Emirate. America, you have the floor. USA, Sie haben das Wort. Honored Chair. Sehr geehrter Vorsitz, sehr geehrte Delegierte, securing a new climate agreement in Paris is a top priority for President Obama and our country. Ist für uns oberste Priorität. Dieses neue Abkommen wäre für uns ein historischer Schritt. Es wäre zum ersten Mal in der Geschichte so, dass wir eine ehrgeizige, nachhaltige Klimapolitik verfolgen würden. Sie müsste fair sein, nicht nur Treibhausgase reduzieren, sondern auch Widerstandsfähigkeit zu fördern. Wir würden dadurch bessere finanzielle Unterstützung für jene Länder bekommen, die es am notwendigsten brauchen. Es würde ein wichtiges Signal an die Zivilbevölkerung schicken und für sämtliche andere Organisationen, die sich mit dem Klimawandel befassen. We have to seize this opportunity. Wir müssen diese Möglichkeit nutzen. Jetzt endlich ist es so, dass wir uns auf einem guten Weg befinden könnten, um eine gute Welt in der Zukunft zu haben. Wenn wir das nicht jetzt tun, so hätten wir furchtbare Auswirkungen des Klimawandels für das multilaterale System. Wir müssen hier daran gemeinsam arbeiten und es endlich schaffen. Last but not least, letzten Endes the deal is here möchte ich noch Folgendes sagen. Wir müssen das in Paris schaffen. Wenn wir schlau sind, wenn wir Kompromisse eingehen und zusammenarbeiten, dann wird es so sein, dass die Delegationen zusammenkommen und nicht dasselbe tun wie in den letzten Jahren, sondern endlich zu einer Einigung kommen. Natürlich muss man die Bedenken von anderen mit einbeziehen, aber der Präsident möchte natürlich zu einem Abkommen kommen und er ist hier sehr engagiert. Die USA ist vollkommen engagiert und möchte hier alles dafür tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you, all parties, for vielen Dank opening an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Gibt es Anträge an den Vorsitz? Seeing none, we will now move to the general speaking list. Wir gehen nun über zur allgemeinen Rednerliste. Nochmals möchte ich sagen, beziehen Sie sich nicht auf sich selbst, verwenden Sie nicht das Wort Ich, sondern Sie repräsentieren das gesamte Land. All jene Länder, die auf die allgemeine Rednerliste möchten, sollen bitte ihr Länderschild in die Höhe heben. The dais wants to remind the delegates that once ich sage the general speaking list or the speakers on the general speaking list has elapsed, no speakers are present, we will directly vote on the resolution. Wenn keine Redner hier sind, kommen wir sofort zur Resolution und werden sofort abstimmen. Da es keine Entwürfe gibt, können wir über nichts abstimmen. Deshalb bitten wir natürlich alle Redner, hierher zu kommen, an das Pult und ihre Ideen mit uns zu teilen, damit wir diesen Planeten in einen besseren verwandeln können. Nigeria, thank you. Nigeria, danke schön. Marshall Islands, thank you. Marshallinseln, danke schön. Uganda, Uganda, danke. Are there any other nations noch andere want to be put Länder, on the general speaking list? Die auf diese Liste möchten? Seeing none,
Wenn nicht, möchte ich Nigeria bitten. Sie haben das Wort. I want to remind all parties, ich möchte or I want alle Parteien daran erinnern, beziehungsweise alle ermutigen, mit Artikel 6 zu beginnen. Und wir werden diesen Artikel besprechen. Es geht hier um die Finanzierung. I guess for all other ich denke, countries. Ich spreche hier auch im Namen aller anderen afrikanischen Länder. Es ist ja so, dass wir vor anderen Bedingungen stehen. Es gibt soziale Probleme, es gibt politische Probleme. And we just not have the resources und wir haben nicht die Ressourcen, to finance all adaption and mitigation, all die Eindämmungs- mitigation und Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren. So we would like to go to the part deshalb with 100 möchten wir dollars zu den 100 Milliarden pro Jahr übergehen like und wir möchten gerne sagen, dass die 100 Milliarden Dollar auf 200 like Milliarden Dollar erhöht werden sollen. Ich bitte die Parteien darüber nachzudenken. Think about the responsibilities denken of the Sie über die countries. Verantwortung von Industriestaaten gegenüber den Entwicklungsländern. Denken Sie an Ihre historische Verantwortung. Vielen Dank. Thank you, Nigeria. Danke, Nigeria. The chair wants to remind der all nations Vorsitz that möchte die Länder motion for a moderated caucus if they want to talk about daran erinnern, dass sie auch einen Antrag stellen können, wenn sie über ein spezielles Thema sprechen möchten. Sie hätten dann 20 Minuten Zeit, aber dafür müssen Sie einen Antrag stellen. With Marshallinseln, Sie haben das Wort. Thank you. Vielen Dank. We welcome Nigeria's opinion and wir also begrüßen die Meinung von Nigeria. Wir möchten auch über die Finanzierung sprechen. Für uns ist das ein sehr wichtiges Thema und für andere Länder natürlich auch, dass sie finanzielle Unterstützung von Industriestaaten bekommen. Des Weiteren möchten wir Folgendes hervorheben. Es muss ein rechtlich bindendes Abkommen sein und es muss alle Parteien mit einbeziehen. Wir brauchen ehrgeizige Ziele und zwar nicht nur für die Zeit nach 2020, sondern schon davor. Vielen Dank. Thank you, Marshall Islands. Vielen Dank, Marshallinseln. Before Uganda has the floor, the chair wants to Uganda ask if any darf, other nations would want to andere Länder please etwas send us sagen. A notion to the chair. Bitte senden Sie okay. uns. You can raise your placard verzeihen. Now. Nein, Sie können einfach das Schild heben. Russian Federation, thank you. Russische Föderation, Uganda, danke schön. You have the floor. Uganda. Sie haben das Wort. The Republic of Uganda would Vielen like Dank. To remind all participants that finance Uganda is the one fulcrum in this negotiation process. We have to talk about this now, ist. And this Wir is why the Republic of Uganda would like to put forward Uganda a motion jetzt noch einen Antrag dazu for a moderated einbringen. Caucus of 20 minutes with individual Wir speaking time of 45 seconds on Article 6 Minuten finance. Über Thank you. Artikel 6 sprechen. Ich möchte 20 Minuten Thank über you, Uganda. Artikel 6 sprechen. This will be in order when the chair asks for motions and points. Das können Sie dann nochmal sagen, so wenn es um die Anträge geht. Also wenn wir nochmal um diese Anträge bitten, dann the können Russian Sie Federation, das sagen. Die Russische Föderation hat nun das Wort. The Russian Federation, die Russische Föderation recognizes mitigation as the most important part weiß, of this dass die Eindämmungsmaßnahmen das Wichtigste sind, vor allem differentiated efforts die unterschiedlichen with emphasis Bemühungen. On forestation as climate, vor allem wenn es gas hier reduction um die um die so Probleme mit dem Wald geht und dass wir dort die Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. Es geht hier also um Artikel 3. Thank you, Russian Federation. Vielen Dank an die Russische Föderation. Are there any other speakers Gibt es noch who want andere to be put in the general speaking list? Länder, die sich Bolivia, zu Wort melden möchten? Bolivien, Sie haben das Wort. Bolivia seconds Bolivia the unterstützt since Bolivia die Aussage Russlands, die Finanzierung ist wahrscheinlich das schwierigste Thema. Yeah, we would like to start with und wir möchten gerne mit den Eindämmungsmaßnahmen beginnen. Thank you, Bolivia. Vielen Dank, Bolivien. Are there any points or motions Gibt es andere at the floor Punkte at this time? Oder Anträge?
Republic of Uganda would like to set forward a motion for an unmoderated caucus of 10 minutes. Für einen Ausschuss. The chair would like to remind Uganda to raise their placards. Bitte heben Sie das Schild und dann dürfen Sie erst sprechen. The Republic of Uganda would like to call for a Uganda motion for an unmoderated caucus of 10 minutes. Für ein Gremium 10 Minuten. Could Uganda specify the topic? Könnten Sie bitte spezifizieren, welches Thema Sie möchten? Das Thema wird Finanz sein, Finanzierung. 45 seconds. But seeing as this is an unmoderated caucus, 45 Sekunden I wären genug. Aber ich denke nicht, dass ich eine Redezeit spezifizieren muss. So we have a motion for Sie dürfen den Antrag einbringen. 10 minutes. Are there any other points und zwar für 10 Minuten. Gibt es noch andere Anträge für the chair would highly encourage the, einen Ausschuss? Delegates to motion for a moderated caucus on a specific topic. Wir möchten alle dazu ermutigen, engaging direct bilateral so einen Antrag einzubringen, negotiations and da die ein moderierter Ausschuss natürlich alle anderen Länder besser einbringen kann. Deshalb würden wir Sie dazu ermutigen, vielleicht eine bestimmte Zeit vorzuschlagen und dann können Sie, je nachdem wie viel Zeit Sie möchten, zu diesem Thema etwas äußern. Yes, Marshall Islands. Thank you. Marshall Islands would like to propose a moderated caucus for a general with a general speaking time of 20 minutes and an individual speaking time of 30 seconds. Wir möchten einen moderierten Ausschuss 30 Sekunden Thank über you, Marshall Islands. Are there any other points or motions on the Gibt floor? Gibt es noch andere Anträge für einen moderierten Ausschuss? Then we have two motions on the floor. Es gibt also zwei Anträge, ein moderierter Ausschuss, 10 Minuten im Hinblick auf das Thema Finanzierung und dann einen moderierten Ausschuss über Finanzierung und noch einen über Finanzierung. The unmoderated caucus is the most disruptive one, so der unmoderierte Ausschuss a simple majority vote will be necessary to pass this motion. Simple majority und means 50% es geht hier um die einfache Mehrheit, das heißt 50% plus eine Stimme. Das bedeutet hier 10 Parteien. Wir bitten alle Parteien, die diesen unmoderierten Ausschuss von 10 Minuten möchten, jetzt das Landesschild zu heben. Thank you and wishes all parties against alle to raise the packets. Länder dagegen, bitte heben Sie Ihre Schilder. The chair would like to remind Der Vorsitz that with procedural möchte daran erinnern, every dass party bei has to solchen Abstimmungen votes. Jede Partei abstimmen muss. Sie können which will not be relevant sich today. Nicht enthalten. Thank you. Vielen Dank. Yeah. We would like to vote again on the parties against the moderated caucus. Please raise your placards. Gegen den unmoderierten Ausschuss. Bitte against or Placken? For? Gegen. Against the unmoderated? Gegen den unmoderierten okay. Ausschuss. Okay, we vote for the okay. unmoderated caucus. Please raise your Alle packet. Abstimmungen für den unmoderierten Ausschuss. And thank you. Vielen And Dank. And against the unmoderated caucus. Thank you very much. Vielen Dank. The unmoderated caucus. Der unmoderierte Ausschuss. With 7-4 and 11 against, the unmoderated caucus failed. 11 We'd like Stimmen to vote on the moderated caucus of 20 minutes den unmoderierten Ausschuss. Der moderierte Ausschuss, 20 Minuten mit 30 Sekunden Sprecherzeit. Für diesen Ausschuss bitte heben Sie Ihre Schilder. Thank you. The United States was that USA? For or against? Sind Sie dafür oder dagegen? For? Dafür? Okay. Gut. And all parties against Alle the moderated caucus? Parteien gegen den moderierten Ausschuss?
Have all parties put forward haben their votes? Alle Parteien so, please be reminded, gewählt. As this is a procedural vote, all Sie parties erinnern, have to vote dass either for alle or Parteien against. Entweder für oder gegen no diese abstention. Ausschüsse wählen müssen. So, es gibt keine Enthaltungen. Parties before have not voted at all. Da we will recast this vote. Die so, Parteien nicht alle abgestimmt haben, wird diese Wahl wiederholt. Ein moderierter Ausschuss mit 20 Minuten insgesamt, je 30 Sekunden Sprecherzeit zu dem Thema Finanzen von den Marshallinseln. Wer ist dafür? Bitte heben Sie die Schilder. Thank you. Vielen Dank. All parties against this motion. Wer ist gegen diesen please Antrag? Raise your placards high. Bitte heben Sie Ihre Schilder hoch. Thank you. Vielen Dank. So with 15 in favor of this motion and 3 against, Parteien für this motion diesen passes. Antrag und 3 dagegen. We'll dieser Antrag wird angenommen. Wir werden nun 20 Minuten lang diesen Ausschuss halten. Marshallinseln, Sie haben diesen Antrag eingebracht. Sie haben also das erste Wort. We the Marshall Islands see the importance Dank. Of financial support from the industrialized wir countries as they clearly have the historical responsibility Nützung, for the climate change. Wir sehen es notwendig, dass die Industriestaaten finanziell beitragen, da diese die Möglichkeit haben dazu. Und wir möchten die 100 Dollar für den 100 Millionen Dollar für den grünen Klimafonds auf 200 erhöhen. Und wir möchten Verzeihung, 100 Milliarden Dollar erhöht auf 200 Milliarden Thank you, Marshall Dollar. Islands. Vielen Dank, Marshallinseln. Gibt es weitere Parteien, die dazu das Wort ergreifen möchten? The chair would like to remind the parties that Der you have voted for moderated caucus on finance. Sitz möchte so like die Parteien daran erinnern, dass Uganda, sie für diesen Ausschuss gewählt gestimmt haben, also das Wort ergreifen sollten. Uganda, Sie haben das Wort. Republic of Uganda would like to Uganda möchte das unterstützen, was die Marshallinseln gesagt haben, dass die Entwicklungsländer und am wenigsten entwickelten Länder weder strukturell, intellektuell oder finanziell die Möglichkeiten haben, den Klimawandel zu lindern. Den Klimawandel zu lindern, muss die Finanzfrage zuerst geklärt werden. There's no chance for us gibt es für uns keine Möglichkeit, den you. Klimawandel zu überleben. Vielen Dank. Thank you, Uganda. Vielen Dank, Other Uganda. Bolivia, you have the floor. Bolivien, Sie haben das Wort. Well, once more the delegation of Bolivia wants to stress Bolivien out möchte that noch einmal system, ansprechen, that dass es das kapitalistische System ist, das für den Konsumismus Kapitalismus would like to see a system for geschaffen hat und damit die Erde zerstört. Wir möchten eine Teilung der, Emissionen. Wir schlagen ein System vor, das den Klimaschutz ermöglichen wird. Thank you, Bolivia. Are there other countries want Vielen to speak Dank, Bolivien. Topic? Gibt es weitere Länder, die etwas dazu sagen möchten? Yes, Nigeria, you have the floor. Nigerien, Sie haben das Wort. Nigeria wants to support the statements Nigerien of möchte Marshall Islands and Uganda. Die Statements der Marshallinseln und Uganda you, unterstützen. Vielen Dank, Nigerien. Other parties want to speak upon this Gibt topic? Es weitere Parteien, die zu diesem Thema sprechen wollen? Brazil, you have the floor. Brasilien, Sie haben das Wort. Brazil wants to again state that the historical Brasilien möchte noch einmal erwähnen, dass die historischen Verantwortungen erwähnt werden müssen und in dem im Klimawandelfonds aufgenommen werden und dass die industrialisierten Länder mehr beitragen müssen als die Entwicklungsländer. Australia, Danke, Brasilien, Australien, Sie haben das Wort. I just want to remind all developing countries ich möchte nur die Entwicklungsländer daran erinnern, dass es nicht nur die Möglichkeit finanzieller Hilfe, sondern auch die Möglichkeit technischer Hilfe gibt.
Und das Problem der Marshallinseln ist, dass wir uns nun auf den Green Climate Fund konzentrieren und dass wir hier später Ihr Thema noch einmal besprechen. Other nations want to speak on this topic? Möchten noch andere Länder das Wort ergreifen? USA, Sie haben das Wort. We need to be pragmatic about the level of and kinds of financial support for developing countries. Demands for massive sums and for compensation are simply not feasible. And we have made real progress with the establishment of the Green Climate Fund and ensuring that developed countries meet their collective 2009 Copenhagen goal of mobilizing $100 billion per 2000 by 2020 from both public and Länder, auf Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen geschaffen werden bis 2020. Olivia, vielen Dank, USA. Bolivien, Sie haben das Wort. Bolivien möchte die Parteien noch einmal daran erinnern, dass die G77 größere Beiträge in der Zeit vor 2020 gemacht haben. Deswegen möchten wir die Parteien dazu ermutigen, ihre finanziellen Möglichkeiten noch zu vergrößern. Uganda, vielen Dank, Bolivien. Uganda, Sie haben das Wort. I can only support what Bolivia has ich kann nur just said, unterstützen, was Bolivien gerade gesagt hat, und ich möchte attention to one of the points die Länder darauf hinweisen, right now, was in Artikel 6 steht, including a clear burden sharing formula. This is just what Bolivia said. We need something that affects countries differently in light of our historical responsibility. Developed countries have not added to climate change at all. Haben looking at the big nicht picture. Zum so a burden-sharing formula, and that can beigetragen. Thank you, Uganda. Vielen Dank, Uganda. You may finish your sentence. Sie können Ihren Satz allerdings beenden. Burden-sharing formula would be a just way of distributing money to be paid into the climate fund. So aufzuteilen, wie es in den grünen Klimafonds eingezahlt wird. Vielen Dank. Thank you, Uganda. Vielen Marshall Dank, Uganda. Islands, you have the floor. Marshall-Inseln, Sie haben das Wort. Thank you. The Vielen Marshall Dank. Wants to point die Marshall-Inseln möchten noch einmal sagen, dass wir alles tun, was wir können, aber wir brauchen wirklich Hilfe und wir brauchen finanzielle Hilfe von den industrialisierten Ländern, die historische Verantwortung haben, wie Brasilien gesagt hat. Und wir sind auch für das CBDR-Prinzip, wie es Uganda gesagt hat, und wir möchten Australien unterstützen in Bezug auf den Green Thank you, Marshall Islands. Vielen Dank, Marshall-Inseln. Other nations who want to Gibt speak es weitere topic? In Länder, die dazu etwas sagen möchten? Australien? We want to restate that, wir möchten noch einmal betonen, dass es nicht nur die Möglichkeit finanzieller Hilfe gibt, sondern auch technologische Hilfe, in der Australien eine Vorreiterrolle spielt und sein Wissen weitergibt. Australia thinks that the contribution needs to come from all countries because we all share this global problem. Von allen Ländern kommen muss, weil wir alle dasselbe Problem teilen. Thank you, Australia. Vielen Dank, Australien, Brasilien. Thank you, Honorable Chair. Vielen Dank, We just wanted to refer to the statement wir just given by Australia. We all see our responsibilities. However, we strongly have antworten. To encourage wir the statement given by Bolivia that is before all the responsibility of the developed nations es ist vor allem die Verantwortung der Entwicklungsländer finanziell voranzuschreiten. Vielen Dank. Thank you, Brazil. United Vielen Dank, States Brasilien. USA, Sie haben das Wort. We, the United States of America, die want USA to agree Australians comment on Australien that money is not everything. We have resources, human resources, and technological. Ist nicht alles. Wir haben auch technologische und menschliche Ressourcen. Das ist vielleicht etwas anderes, worüber wir auch noch sprechen können. Any other delegates wishing to speak? Weitere Delegierte? Marshallinseln. Thank you. Vielen Dank. Good. We need the financial support for wir brauchen die finanzielle Hilfe für Kapazitäten, Aufbau für unseren Transportsektor und wir brauchen dies von den industrialisierten Ländern. Um nochmal zu den 100 Milliarden zurückzukommen für den grünen Klimafonds bis 2020. We are threatened with leaving our home
Wir haben, wir stehen unter Bedrohung, dass wir unsere Heimat verlassen müssen. Das ist wirklich unakzeptierbar. Marshallinseln, danke. Bolivien, Sie haben das Wort. Das Statement der USA ist zynisch. Geld ist natürlich nicht alles, aber Geld ist ein wichtiger Punkt. Und wir müssen dieses wirklich große Problem angehen. Und dass der Klimawandel darstellt. Thank Vielen you, Dank. Bolivia. Danke, Bolivien, Australien. Australien möchte noch einmal erwähnen, dass es einen größeren Fokus darauf geben wird, kleinen Inselstaaten zu helfen, wie auch den Marshallinseln. Wir werden sicherstellen, dass es Hilfe geben wird. Thank you, Australia. Vielen Dank, Australien. Other nations Gibt es weitere Länder, die etwas sagen möchten? Bolivia, you have the Bolivien. Bolivia would like to hear from Bolivien every country present gerne von allen Ländern hören, was sie zu Finanzen denken. Wir möchten, dass, sodass diese Diskussion vorankommt. Wenn dies nicht möglich ist, wäre ich für einen unmoderierten Ausschuss. Vielen Dank. Thank you, Bolivia. Vielen Dank, Bolivien. Other nations? Gibt es weitere Uganda, Länder? Uganda, Sie haben das Wort. I follow the request of the nation of Bolivia, ich and I would like to den Antrag state our Boliviens view on topic. The Republic of Uganda und unsere Meinung ausdrücken. Has no money to offer for the Uganda climate fund. Hat kein Geld, dass wir dem Klimafonds geben können. We need more than 100 wir sind die, die das Geld brauchen. Und wir brauchen mehr als die 100 Milliarden. 100 Milliarden sind nichts. Times a die USA on military expenses a year. Wendet tausendmal so viel in Militärausgaben pro Jahr aus. That's really not a burden. Das ist also Thank wirklich you. Keine Last. Thank Vielen, you, Dank. Uganda. Vielen Dank, Uganda. Other nations wishing to Gibt es speak? Weitere Länder, die etwas India, sagen wollen? Indien, Sie haben das Wort. Thank you. Vielen Dank. India wants to remind the USA Indien möchte die USA und Australien daran erinnern, dass die Entwicklung der Technologie auch finanziert werden muss in den Entwicklungsländern. Und ich stimme mit Bolivien überein. Und wir möchten auch unterstreichen, dass wir die Zeit bevor 2020 nicht vergessen sollen. Die finanzielle Unterstützung sollte 17 Milliarden betragen und bis 2020 und danach 100 Milliarden Dollar. Thank you, India. Vielen Dank, Russian Indien. Federation, you have the floor. Russische Föderation, ich erteile Ihnen das Wort. The Russian Federation wants die Russische Föderation that, there must be möchte between the sagen, dass es eine Unterscheidung zwischen Entwicklungs- und Many Industrieländern geben soll, denn are, die Entwicklungsländer wachsen schnell. It's not as easy distinguishable by these simple terms. Daher kann es nicht mehr so einfach mit einfachen, Termini unterschieden werden. And electrifying regions, without technology. Länder müssen außerdem mit Technologie und Elektrizität ausgestattet werden. Thank you, Russian Vielen Federation. Dank, Russische Föderation. Other nations who want Gibt es to state andere Länder, to give a statement? Die eine Wortmeldung geben möchten? Yes, France, you have the floor. Frankreich, ich erteile Ihnen das Wort. L'Union européenne est die d'accord Europäische que le pays Union industrialisé dass die Industriestaaten une responsabilité eine Verantwortung tragen. Et on est aussi d'accord de supporter les pays qui ont pas damit einverstanden, die Länder zu unterstützen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen. Wir wünschen hier, spezifische Projekte zu unterstützen. Wenn es sich nicht um genau spezifizierte Probleme oder Projekte handelt, ist dies nicht möglich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frankreich. Möchten andere Länder gerne über dieses Thema sprechen? The chair reminds that there are Der Vorsitzende erinnert of moderated Sie daran, dass caucus. Es immer noch 10 Minuten unmoderierten Ausschuss gibt, zur Verfügung stehen. We highly encourage all those nations to speak forward on this topic of finance who have not yet spoken and voiced their concerns and wishes. Wenn Sie sich noch nicht gemeldet haben, dürfen Sie sich gern jetzt zu Wort melden.
Yes, United States of America. The floor is Vereinigte yours. Staaten von Amerika. Ich erteile Ihnen das. We need a high level of transparency on where's the money flowing. Wir brauchen die eine hohe Transparenz, wohin das Geld fließen wird. Wir möchten das Geld dafür einsetzen. We will put the projects to the climate fund, but we'll send vor allem in Projekte für technology. We think this is more important than money für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Wir denken, es ist wichtig, auch diese Länder zu unterstützen. Thank you, United States, vielen Dank, Nigeria, you have the floor. USA, Nigerien, Nigeria, Sie haben das Wort. 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr of the GDP of the United States. So I think we can all developed countries altogether can afford 1,6% des Bruttoinlandprodukts. Und daher denke ich, dass man mehr einsetzen könnte. Thank you, Nigeria. Dank, Uganda, you have the floor. Uganda, ich erteile Ihnen das Wort. I would like to remind ich the United States of America that deviating erinnern, or even drawing attention from the issue at stake is not constructive in these negotiations. We were talking about financing. While you were talking about technology transfer and transparency, we have heard that you are not willing to contribute more than what has already been discussed during the last COP. But drawing attention from that issue is not helping. Konferenz besprochen und davon thank you, Uganda. Abzuweichen, Ghana, you have the floor. Abzulenken ist keine Lösung. Uganda, ich erteile Ihnen das Wort. I agree with the African countries and all ich stimme the mit den afrikanischen Ländern und den anderen Ländern überein, die sagen, dass 100 Milliarden Dollar nicht genügend sind. Und ich denke, dass entwickelte Länder die genügend technologische Unterstützung zur Verfügung stellen können. Das kostet auch Geld. Und warum nicht in den Klimafonds investieren? Vielen Dank. Thank you, Ghana. Vielen the chair Dank, would like Ghana. To remind all der Vorsitz nations möchte again alle to remind, Länder daran not erinnern, to not refer themselves to, sich nicht auf sich selbst I, zu beziehen als ich, sondern als their nation. Thank you. Bolivia, sich you have the floor. Für Thanks. Das Land einzutreten. Bolivien, ich erteile Ihnen das Wort. The United States could name any specific Bolivien fragt sich, ob die USA spezifische so Zahlen geben können. Wir sprechen support, über no eine Erhöhung thanks. Der Unterstützung, and aber nicht über spezifische Zahlen. Vielen Dank. Thank you, Bolivia. Vielen Dank, Bolivien. Other nations wishing to express themselves on this andere issue? Wortmeldungen zu diesem Thema? The chair reminds, der Vorsitz erinnert yes, Sie daran? United ja, States, bitte schön. You have the floor. USA, Sie haben das Wort. The 100 billion we're talking die 100 from Milliarden, are, von denen wir sprechen, are from the states and from the countries together, and this money is Staaten. For raising the implementation of private institutions from all the countries sich dafür ein, to damit der raise the economy in every country and to in raise allen the Ländern. Money that und is in and around the climate fund die Finanzierung des Klimafonds zu unterstützen, den thank you, United Klimawandel States, Saudi Arabia, you have the floor. Bremsen. Saudi-Arabien möchte gerne mit einer Mehrheitsabstimmung darüber bestimmen, diese moderierte Besprechung zu beenden und in unmoderierte Besprechungen bzw. bilaterale Gespräche zu wechseln. Thank you, Saudi Arabia. The chair wants to remind that Saudi-Arabien the der Vorsitz möchte Sie daran erinnern, dass Sie dies, dass Sie nur Ideen einbringen sollen und Einwände einbringen sollen, wenn Sie danach gefragt werden. Und wir werden dies nach dem Unmoderated Ausschuss, nach dem Moderated Caucus durchführen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich denke, damit schließen wir diesen moderierten Ausschuss are there any ab. Countries wishing to be put in the general speakers list? Möchten sich Länder auf die allgemeine Rednerliste setzen? Barbados? Brasilien? Any other countries wishing to gibt be es weitere Länder? Please be reminded, you have 3 minutes time during ich erinnere Sie daran, dass Sie 3 Minuten Zeit haben, wenn Sie sich auf die allgemeine Sprecherliste setzen Russian lassen. Federation? Die Russische Föderation? Any other countries wishing to gibt be es weitere Länder, die sich gerne auf die allgemeine Sprecherliste setzen die Marshall möchten? Islands. Marshallinseln. Okay.
seeing as there are no more speakers willing to be put on the general speakers list, keine weiteren Wortmeldungen gibt, möchte ich gerne das Wort. Ja, Australien, ich habe es you will be given the chance to Sie werden die Gelegenheit haben, sich auf die Sprecherliste setzen zu lassen, wenn Sie uns dies darüber unterrichten, wenn Sie uns darüber unterrichten. Und der Vorsitz möchte die Parteien auch darüber unterrichten, dass der Entwurf auf Facebook gestellt wurde und dass er nun für alle in der Gruppe verfügbar ist. Starting with the first in the general speakers list, Barbados, who will be granted Beginnen the floor. Wir mit der allgemeinen Rednerliste. Barbados, ich erteile Ihnen das Wort. De Barbados, queremos hablar del artículo 6, la opción 1, el punto 4. Sprechen. Es que habla de los países von den Ländern sprechen. Cómo quieren participar. Und zwar, wie sie teilnehmen möchten. Und wir sind dafür, dass alle Länder, die in der Lage sind und auch die Möglichkeiten haben, etwas dazu beizutragen, dies auch tun und vor allem die Entwicklungsländer unterstützen. Vor allem bei der Anwendung, bei der Umsetzung. Das ist ein Punkt, der für uns wichtig ist und den wir vorschlagen möchten. Und wir bitten auch alle anderen Länder und Delegierten, sich dafür auszusprechen. Vielen Dank. Thank you, Barbados. Vielen Dank, Barbados. Brasilien, ich erteile Ihnen das Wort. Thank you, Honorable Chair. Vielen Dank. After having opened the discussion on finance, Nachdem Brazil would like to motion an unmoderated caucus on the same topic of finance, und zwar in einem unmoderierten Ausschuss sprechen, während 20 Minuten. Now the chairs will not gain any points or motions. We're still in Wir nehmen keine Einwände oder Anträge an. Point or motion. May do so when asked. Chair. Thank you. Would Brazil like to use Möchte their remaining speaking time of 2 minutes Brasilien and 20 seconds? Die übrige Sprecherzeit von 2 Minuten yes, we would, thank und 30 you. Sekunden nutzen? Ja, vielen Dank. Summing up, Brazil understands the different statements given by the developing and the developed nations. Schließen wir uns den Redemeldungen, Wortmeldungen der Entwicklungsländern und Industrieländern an. Wir teilen diese Besorgnis, dass Industrieländer die Führung übernehmen sollen. 100 Milliarden sind nicht, US-Dollar sind nicht genug ab 2020. Und wir sollten auch früher damit beginnen. Und wir möchten die Industrieländer dazu aufrufen, dass sie schon vorher beginnen, vor 2020. Und wir denken, dass das Bedürfnis besteht, in einem unmoderierten Ausschuss darüber zu verhandeln. Concrete financing on specific die projects by the United States. Zahlen der Finanzierung der USA, to you dazu möchten wir auch sagen, dass es ein Konzept des which gives nations, Red Plus, especially nations from the north, the possibility Modells gibt, welches den Ländern die Gelegenheit gibt, in forest projects in of the global die Finanzierung south, zu investieren, which would guarantee für Länder a transparent im way of und zwar in einer transparenten Art und Weise, um diese Länder im Süden zu unterstützen und gegen den Klimawandel anzukämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Brasilien, die Russische Föderation, hat das Wort. Wie Brasilien erwähnt hat, ist dies sehr wichtig. Therefore, we would like to talk about die Entwaldung ist sehr wichtig und wir möchten auch gerne über die Eindämmung and des also Klimawandels sprechen. Das ist der wichtigste Punkt, aber auch die Finanzierung und die Beiträge, um den Entwicklungsländern zu helfen. Not only money and es, finance, kann, es soll sich dabei nicht nur um Fonds und Finanzierungen handeln, aber auch um konkrete Hilfsmaßnahmen. Und wir möchten diesen Punkt gerne unterstreichen. Thank you, Russian Vielen Federation. Dank, Russische Föderation. Before we move to the Marshall Islands, to Australia, are there
bevor ich Australien das Wort erteile, möchte ich Sie fragen, ob sich noch ein Land auf die allgemeine Rednerliste setzen möchte. Yes, Bolivia. Ja, Bolivien. General speaking list. The chair said Australia, but it's Marshall Islands who will follow. Thank you. Verzeihung, ich habe Australien gesagt, aber es sind die Marshallinseln. Ich erteile Ihnen das Wort. As we've talked about finance, wir haben über die Finanzierung im moderierten Ausschuss gesprochen und wir möchten noch einmal gerne darüber sprechen und unterstreichen, dass wir bedroht sind als Land. Und zwar, dass wir bedroht sind, dass wir umziehen müssen und wir möchten unser Land nicht verlassen. Und die 100 Milliarden sind wirklich nicht genügend Finanzierung. Wir müssen diese Finanzierungsmaßnahmen erhöhen und wir brauchen auch weitere Unterstützung vor 2020. Die Situation ist wirklich prekär. Wir leben in auf einem kleinen Inselstaat. Vielen Dank. Und sonst wird Ihnen dieses Geräusch, auch uns dieses Geräusch noch bekannter vorkommen. Australien, ich erteile Ihnen das Wort. Wir haben von sehr vielen Ländern gehört, dass vor allem Transparenz ganz oben auf der Liste steht. Wir denken aber auch, dass sehr viele Punkte, vor allem mit dem Artikel 9, Transparenz zusammenhängen. Finanzielle Unterstützung zum Beispiel. Hier möchten wir genauer wissen, was die finanzielle Unterstützung eigentlich bedeutet. Auch die Eindämmungsmaßnahmen. Von China haben wir gehört, dass es 17% höher ist, als wir das erwartet hätten. Also wir möchten gerne mehr Transparenz. Thank you, Australia. Vielen Dank, Australien. Bolivia, Bolivien, Sie haben das Wort. Since there's still no progress, da es noch immer keinen Fortschritt gibt, möchte Bolivien, dass es eine allgemeine Agenda gibt, bevor wir mit etwas anderem weitermachen. Thank you, Bolivia. Vielen Dank, Bolivien. The speakers of the general speaking list, die Sprecher der allgemeinen Rednerliste haben wir nun abgeschlossen. Any points or motions gibt es denn on the floor Anträge? At this time? Yes, Brazil. Brasilien. Thank you, Honorable Chair. Vielen Dank. Brazil would like to restate the motion. Wie schon vorhin erwähnt, wir hätten gerne einen unmoderierten Ausschuss über 20 Minuten. Vielen Dank, Brasilien, Russische Föderation. Sie haben das Wort. We would like to state have 20 minutes unmoderated cautious. Auch einen 20-minütigen unmoderierten Ausschuss über Eindämmungsmaßnahmen, vor allem, wenn es um die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten geht. Vielen Dank, Russische Föderation. Gibt es weitere Anträge an den Vorsitz? Yes, Brazil. Brasilien. Das Mikrofon bitte einschalten. Brazil would like to ask or propose Brasilien the voting on Article 6, whether Abstimmung über Artikel option 6, one or option 2 should be taken into the agreement, in das Abkommen aufgenommen werden sollte. Without finally expressing our opinions by voting, we would just state the same. Gerne dieselben. The chair would like to remind the parties that sonst führt es dazu, dass wir uns immer wieder wiederholen. Today heute you, the delegations ist es so, dass Sie, die Delegierten, work on draft resolutions. An Entwurfsresolutionen arbeiten werden. Hier müssen Sie zusammenarbeiten und hier müssen Sie jene Absätze finden, die Sie im Dokument haben möchten, und zwar am Ende des Tages.
Then tomorrow und morgen geht es darum, dass wir die Abstimmung haben werden. Es geht hier um maximal drei Entwürfe und Sie haben die Möglichkeit, hier noch Änderungen vorzuschlagen. Vielen Dank. We will now move to the vote on the unmoderated es caucus kommt nun zur Abstimmung über den unmoderierten Ausschuss. By Brazil, because der it was Antrag wurde von first. Brasilien eingebracht. All parties in favor all of jene Parteien, die für einen unmoderierten Ausschuss von 20 Minuten über die Finanzierung sind, heben bitte ihre Schilder. Thank you very much. Vielen Dank. And all parties against, all jene Parteien, die dagegen sind, heben bitte ihre Schilder jetzt. Thank you. This moderated caucus clearly passes. Dieser unmoderierte Ausschuss wird stattfinden mit 17-1 Stimmen. Sie haben nun 20 Minuten in bilateralen Gesprächen das Thema Finanzierung zu besprechen. Sie können nun aufstehen und bitte seien Sie in 20 Minuten wieder hier auf Ihrem Platz. Vielen Dank. DICE will also announce the time limit of 5 minutes and 1 minute before the unmoderated caucus elapses. Wir werden auch sagen, wenn der Ausschuss 5 Minuten vorher zu Ende, 5 Minuten vor dem Ende des Ausschusses werden wir es bekannt geben, sowie auch 1 Minute vor Ende des Ausschusses. Vielen Dank. Dear delegates, the unmoderated caucus has elapsed. Please move back to your seats. We will now continue with the general speaking time, speakers list, and formal debate. Weitermachen und der formalen Diskussion. Delegates, please come to order. Sehr geehrte Abgeordnete, bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir kommen nun wieder zurück zur allgemeinen Rednerliste. Gibt es Abgeordnete, die etwas sagen möchten? Bitte heben Sie Ihr Länderschild. Wir ermutigen Sie alle, nun über die Ergebnisse der bilateralen Gespräche zu sprechen, bei denen Sie so motiviert waren. Uganda? Uganda, bitte. The African group and Uganda in general have concluded Uganda that for ist zu dem Schluss gekommen. No. Uganda, we will now just write down all the. Okay, we will now just wir write down all the general speaking list and we will give you afterwards. Die Rednerliste aufschreiben und danach kommen Sie dann der Reihe nach. Danke schön, Australien. Germany. Deutschland. Marshall Islands. Marshallinseln. Saudi-Arabia. Saudi-Arabien. Brazil. Brasilien. The United States of America. USA. Are there any other nations? Noch andere Staaten, die gerne sprechen möchten.
Uganda, you have the floor. Uganda, bitte. We have seen in this unmoderated caucus that before talking about financing, gesehen, well, countries would like to talk about transparency. Sprechen, viele Länder and gerne über this is why, in time, the Republic of Uganda is going to motion for a moderated caucus on transparency. That is all. Thank you. Beantragen, wenn es dann die Zeit dafür ist. Dankeschön. Thank you, Uganda. Danke, Uganda. Germany. Deutschland, bitte. The Federal Republic of Germany would like to thank all the participants for the quite honest, frank and productive talks. Für diese ehrlichen Gespräche danken, so wie Uganda bereits gesagt hat. An important topic before wäre sehr wichtig, über Transparenz zu sprechen, bevor wir spezifischer über die Finanzierung sprechen. The topic of Annex 1 and Annex 2 countries, ein weiteres wichtiges Thema wären die Anhang 1 und 2 Länder. Come to the which countries would actually have to wo es darum pay geht, into the welche finance, Länder dann tatsächlich in den thank Klimafonds you, Germany, einzahlen Australia. Müssen. Danke schon, Deutschland, Australien bitte. Thank you. Danke. In, our bilateral talks, in unseren bilateralen Gesprächen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, den Fonds auf 200 Milliarden Dollar zu erhöhen, wenn es kein Konzept hierfür gibt. Wir können dieses Geld nicht einbringen, wenn wir nicht wissen, was wir damit tun werden. Dieses Geld nur zusammenzubringen und dann die Hälfte davon Uganda oder sonst jemandem zu geben, ist keine Lösung. Denn wir müssen auch über point we on is die technische Weitergabe sprechen. Und den zweiten Punkt, über den wir uns einig sind, dieser zweite Punkt for ist, dass es Anregungen für Unternehmen geben muss, um Geld zusammenzubringen und in den Klimafonds einfließen zu lassen. Danke, Australien. Marshallinseln, bitte. Thank you. Marshall Islands completely agrees with Marshall Islands and Germany's opinion stimmt and that mit Uganda und Deutschland absolut überein, dass Transparenz as well as ein sehr wichtiges Thema ist und vor allem auch der Unterschied zwischen den Anhang 1 und Anhang 2 Ländern. Wir möchten auch noch einmal betonen, dass wir nicht für den Unterschied der Anhang 1 und 2 Länder sind. Thank you. Wir möchten das mit allen diskutieren. Thank you, Marshall Islands. Are there any more nations that want to be put on the speakers list? Gibt es noch weitere Länder, die auf die Rednerliste gesetzt werden möchten? Bitte die Länderschilder heben. Okay, dann Saudi Arabia, please. Nein, danke. Dann Saudi Arabien, bitte. Thank you very much. Saudi Arabia also welcomes the idea of talking about Article 9 first. Möchte auch gern über Artikel 9 als erstes yeah, we would sprechen. Also like to talk about Option 2 in Article 6. Möchten auch afterwards. Über Option 2 von Artikel 6 yeah. sprechen danach. Thank you. Danke. Thank you, Saudi Arabia. Danke, Saudi Arabien. Australia wants to be on the speakers list. Australien möchte auf die Rednerliste gesetzt werden. Brazil. Brasilien, bitte. Thank you. As Brazil, we want to danke. Sum up what happened or what we talked Brazilian about möchte in zusammenfassen, G77. In fact, there was no conclusion on whether to take option 1 or to decide on option 2. Es wurde nicht darüber entschieden, ob Option 1 oder Option 2 gewählt werden sollte. Es ist noch offen, wer in den Klimafonds einzahlen und wer daraus etwas bekommen sollte. Wir möchten also, bevor zu Ergebnissen gekommen wird, über Artikel 9 sprechen, und zwar über die Transparenz und auch über Anreize für Industrieländer, hier Vorschläge einzubringen. Vielen Dank. USA. Also many countries mentioned it. Transparency is viele very Länder important. Haben bereits erwähnt, and dass die Transparenz sehr wichtig ist is not everything. Und die 100 this Milliarden has to be Dollar like sind a start nicht of a chain reaction for es incentives muss der Beginn of, einer Kettenreaktion institutions sein von Anregungen and für also private the non-developed countries has to know what their responsibilities and we have to get to a consensus with them. Wir müssen hier mit ihnen eine Einigung finden. Thank you, United States. Danke. Are there any USA? More nations that want to be set on the speakers list? Gibt es noch Länder, die auf die Rednerliste gesetzt werden möchten? Russian Federation. Russland. You are on the speakers list. Australien ist bereits. Poland.
Thank you. Aufgenommen, Polen. Australia, please. Australien, bitte. Australia wants to emphasize that it's very Australien important to talk about transparency. Dass es sehr wichtig ist, Transparenz zu sprechen, so wie bereits andere Länder Thank noch you, einmal betont haben. Danke, Australien. Russian Federation, please. Russland, bitte. We would like to support Brazil's statement Wir that it's important to talk about noch einmal not only transparency, dass es sehr wichtig ist, nicht nur über Transparenz zu sprechen, sondern vor allem term about who is about to pay in and darüber, who is about to receive wer the money. In den Fonds einzahlen like soll und wer daraus etwas bekommen soll. Und wir möchten hier vorschlagen, nicht nur bei Anhang 1 Since und 2 Kategorisierungen festhängen zu bleiben, denn diese zeigen uns eine Situation, die vor 20 Jahren aktuell war und heutzutage ist die Situation natürlich eine andere. Danke, Russland. USA, bitte. Are there any points of motion on the floor? Uganda? Gibt es irgendwelche Anträge? The Republic of Uganda would like to motion Uganda for a moderated caucus of 15 minutes Antrag with an individual speaking time of 30 seconds on Article 9, Transparency. Thank you. We would like to have Dank. A speaking time of maybe more than 45 seconds that each nation has a little es bit longer time to explain their position. Eine I agree. Sprechzeit von mehr als 45 Sekunden einzurichten, damit would jedes you Land 45 mehr sprechen kann. Möchten Sie seconds? Dies beantragen? The Republic of Uganda would like to motion for a moderated Sekunden. Caucus of 15 Uganda minutes on the topic of transparency, auf, Article 9, with an individual speaking time of 45 Ausschuss seconds. Thank you. Von 10 Minuten mit 45 Are there Sekunden any other points of motions on the floor? Sprechzeit. Gibt es noch andere Anträge? So we will vote on the on a moderate caucus with the time of 15 minutes and individual speaking time of 45 seconds on the topic of transparency. Please, all in favor, raise your blankets high. Thema Transparenz. Bitte alle, die hier dafür sind, die Länderschilder heben. All against? Wer ist dagegen? Bitte das Länderschild heben. It's agreed on. So now we are starting with a moderate. The delegates may be reminded that this is a procedural vote wir and everyone has to die vote Abgeordneten daran either erinnern, for dass jeder or against. Hier There will be entweder no abstentions. Für oder gegen den Antrag As the last abstimmen vote is, muss. Was 16 for and 1 against. Es gab 16 Stimmen so we'll für den Antrag start und 2 again. Dagegen. We'll vote either for a moderated caucus or against. All parties in favor abstimmen. Of a moderated caucus for 15 Wer minutes and 45 für seconds einen moderierten on the topic Ausschuss of von 15 transparency. Minuten mit 45 Sekunden individueller Sprechzeit zum Thema now. Transparenz. Bitte heben Sie Ihre Schilder. Thank you. Dankeschön. All delegates against this motion, Wer please raise your placards now. Antrag, bitte heben Sie Ihre Schilder. Thank you. With 17 in favor Danke. Of this motion and 1 against, es steht nun this also motion 17 passes. Zu We will now 1. Der Antrag, dem Antrag wird also stattgegeben. Wir haben nun einen moderierten Ausschuss von 15 Minuten mit individueller Sprechzeit von 45 Sekunden. Uganda, this is your caucus, so you maybe start. Uganda, dies ist Ihr Antrag, deswegen bitte beginnen Sie. I believe I can safely say that everyone here is interested Meinung, in having the Green Climate Fund sicherlich fund sagen kann, dass wir alle hier den grünen Klimafonds unterstützen. Er soll so transparent so really, wie möglich ausgestaltet werden. Daher sollte das eine einfache Entscheidung sein, die wir hier treffen müssen. To have ich a good look at the options alle Länder dazu aufrufen, sich die Optionen anzusehen und darüber nachzudenken, points, dass hier wichtige Punkte unterschlagen sind teilweise, wie that, zum Beispiel Option 1, would leave out that there is no double counting of financial resources dort gibt provided. Es keine doppelte Aufführung von Finanzmitteln. Vielen Dank. Nun, alle Länder, die sich zu Wort melden möchten, Bolivia? Melden Sie sich bitte. Bolivien. The
Bolivia, you have the floor. Ich erteile Ihnen das Wort, Bolivien. Bolivia just would like to summarize for you. Bolivien würde gerne zusammenfassende Anmerkungen anführen, wenn es um die Transparenz geht. Die große Frage, die sich uns stellt, ist folgende: Where is controlled? And was wird kontrolliert im Rahmen dieser Transparenzbestrebungen? Wir sprechen uns ein für einen internationalen Gerichtshof für Klimafragen, das sicherstellen soll, dass alle Länder ihre Klimaverpflichtungen einhalten. Ohne solch einen Klimagerichtshof wäre unsere zweitbeste Option, zumindest eine internationale Überwachung ins Leben zu rufen und hier von der nationalen Ebene wegzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank an Bolivien. Australien? Ich erteile Australien das Wort. Australia would like to emphasize the importance of Australien würde gerne die Wichtigkeit und die Bedeutung von Transparenz betonen. Darüber hinaus möchten wir klarstellen, dass alle Parteien hier in den Prozess involviert sein müssen, insbesondere was die Überwachung und die Berichterstattung geht. Wir müssen die verschiedenen Aktivitäten und Tätigkeiten im Rahmen der Umweltpolitik überwachen. Wir brauchen ebenso einen konstruktiven Prozess in diesem Rahmen. Vielen Dank an Australien. Nun, die Russische Föderation, bitte. Die Russische Föderation möchte bekräftigen, dass alle Staaten hier gewisse nationale Abhängigkeiten haben. Wir möchten hier nicht stigmatisiert werden von anderen Nationen. Wir möchten ebenso verdeutlichen, dass ein allgemeines Klimaabkommen unumgänglich ist. Daher vertrauen wir auf die besten Anstrengungen und die besten Intentionen aller anwesenden Länder. Vielen Dank an Russland. Ich erteile Bolivien das Wort. Sehr verehrter Delegierter der Russischen Föderation, es geht hier nicht um nationale Fragen. Es geht um Transparenz, es geht um Korruption. Das kann nur auf internationalem Niveau angegangen werden. Wir wissen alle sehr wohl aus der Vergangenheit, und wir kennen hier verschiedenste geschichtliche Beispiele, dass wenn wir nationale Überwachung ins Leben rufen, das normalerweise nicht funktioniert. Vielen Dank. Nun, Uganda hat das Wort. Die Republik Uganda würde gerne die Aufmerksamkeit der Russischen Föderation auf die Option 3 lenken. Es geht hier um ein Transparenzrahmenwerk. Wir brauchen hier ein gemeinsames Rahmenwerk, was sowohl nationale Verantwortungen und differenzierte Verantwortungen einbezieht und gleichzeitig auch internationale Transparenz hier berücksichtigt wird. Das heißt, das ist kein Problem. Nun, ich erteile den Marshall Islands das Wort, den Marshallinseln das Wort. Der Vorsitzende würde gerne die Delegierten daran erinnern, dass sie sich nicht in der Ich-Form auf ihre eigenen Länder beziehen sollten. Das Wort hat Russland. Wir möchten Einspruch erheben gegen die Äußerung von Bolivien und sagen, dass die nationale Integrität hier ganz oben steht. Nun, ich unterstütze Bolivien of actions in the Climate Action and Green Climate Fund is taken to a national level, this is never going to work. Was den globalen Klimafonds angeht, auf nationale Ebene gegeben wird, wird es niemals funktionieren. Nun, das Wort hat Brasilien. Thank you, Nabuter. We also would like to strongly support Bolivia's concerns. Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass wir die Bedenken Boliviens unterstützen. Und wir verstehen natürlich auch den Gesichtspunkt Russlands. Darüber hinaus unterstützen wir natürlich die Souveränität jedes Staaten weltweit. Trotz allem möchten wir sagen, dass bei Fragen wie dem Klimawandel es Fragen sind, die nur auf internationaler Ebene geregelt werden können und überwacht werden können. Vielen Dank an Brasilien. China, please. China hat das Wort. China wants to state that national integrity möchte anführen, dass die nationale Integrität und die territoriale Integrität unantastbar ist.
Thank you, China. Poland, vielen Dank an China. Ich übergebe das Wort an Polen. Die EU must provide a robust and bekräftigen, dass regime, wir including transparency hier ein umfassendes Transparenzrahmenwerk brauchen und gleichzeitig auch Kompatibilitätsregeln. Gleichzeitig erkennen wir an, dass es verschiedene Anwendungen geben kann. Wir müssen aber gleichzeitig natürlich die nationalen Gegebenheiten stets berücksichtigen. Vielen Dank an Polen. Germany, please. Das Wort hat Deutschland. Germany would like to ask the honorable delegate Deutschland of China if würde he would have any gerne other eine Frage stellen an den chinesischen Delegierten, und zwar inwieweit die Transparenzmaßnahmen angepasst werden können, wenn sie nicht von anderen internationalen Organen überwacht werden können. China, vielen Dank an Deutschland. Das Wort hat China. They could be reported. To an international die Transparenzregeln und Maßnahmen könnten weitergegeben werden an eine internationale China, Organisation, China. Jedoch nicht von ihr überwacht werden. Uganda, vielen Dank, das I Wort hat Uganda. Republic of China ich muss said, mich dem Wort der Republik China anschließen. Ich denke, es wäre sehr schwierig für eine internationale Organisation, CO2-Emissionen wirksam zu überwachen course, auf nationaler Ebene. Natürlich müssen nationale That is, of course, in nature international. Ein übergeordnetes I do not believe that Organ berichten physically oder Rechenschaft we are ablegen. Able to measure other countries' Meinung, CO2 output. Dass wir überhaupt physisch in der Lage sind, Thank die CO2-Emissionen anderer Länder zu messen. Vielen Dank an Uganda. Gibt Otherwise es andere Länder, die sich gerne äußern möchten? Andererseits gehen, sonst würden wir mit der normalen and Debatte nation, weitermachen. Gibt es Wortmeldungen? Wir haben noch Redezeit zur Verfügung, daher möchten wir alle Länder auffordern, sich an der Diskussion zu beteiligen, die sich noch nicht zu Wort gemeldet haben. Australien hat das Wort. Australien möchte anmerken, dass Transparenz sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Vertrauen zwischen Ländern aufzubauen. Und es ist auch grundlegend in der Zusammenarbeit. Darüber hinaus möchte Australien sagen, dass die Berichterstattung an eine Organisation womöglich dazu führen könnte, dass zum Beispiel weniger Emissionen bekannt gegeben werden oder weitergegeben werden, als es in der Realität gibt. Vielen Dank, das Wort hat Uganda. Imagine they could control China's carbon dioxide output. Stellt es sich Australien jetzt vor, die CO2-Emissionen von China zu kontrollieren? Das möchte ich gerne hören. Der Vorsitz möchte die Akteure daran erinnern, dass die andere Länder nicht direkt angesprochen werden und nicht direkt Fragen an andere Länder gestellt werden. Außerdem möchten wir sie dazu auffordern und daran erinnern, dass wir auf respektvolle Art und Weise hier diskutieren möchten. France, please. Frankreich hat das Wort. Looking at the European Emission Trading System, you sehen wir can see uns that das Emissionshandelssystem der EU an, dann sehen wir, dass es funktioniert. Es yes, können erfolgreich verschiedenste Länder so überwacht everyone. Werden. Ich denke, das könnte ein Modell sein, das wir als Vorbild nehmen könnten. Vielen Dank an Frankreich. Möchte sich noch ein anderes Land äußern zu diesem Thema? Australien, bitte. Uganda asked us so kindly, da Uganda uns so freundlich darum gebeten hat, möchten wir Thank you. Diesen Punkt unterstützen. Thank you, vielen Dank. Vielen Dank an Australien. Marshall Islands, please. Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, die Marshallinseln, bitte. Marshall Islands agrees with the, wir opinion of the European stimmen Union. Mit der Meinung der EU überein. Wir sehen, dass die Transparenzprinzipien besonders wichtig sind, auch wenn es um die Konsistenz und die Richtigkeit der genannten Maßnahmen angeht. All das muss sichergestellt werden. Thank vielen Dank. Vielen Dank an die Marshallinseln. Möchte noch jemand sich äußern zu diesem Thema? Dann heben Sie bitte Ihr Länderschild. Nigeria, please. Wir unterstützen die Meinung der EU voll und ganz, ebenso wie die der Marshallinseln. Und wir sind der Meinung, dass es in unabhängigen Organisationen auch möglich ist, den Transparenzrahmen zu überwachen. Vielen Dank an Nigeria. Ich übergebe das Wort an Indien. India is also in favor of an international India ist
ebenso für ein internationales Überwachungssystem. Indien ist der Meinung, dass wir hierbei uns auf das Kyoto-Protokoll stützen müssen, denn dieses Protokoll ist das am meisten entwickelte und fortschrittlichste Instrument, das uns heute zur Hand steht. Daher könnten wir das als Ausgangspunkt nehmen. Vielen Dank an Indien. Möchte sich noch jemand zur relevanten Frage äußern? Es verbleiben noch circa 5 Minuten Redezeit. Brasilien, bitte. Thank you, honorable delegate. Addressing to the state sehr verehrte Delegierte. Well, in different manners stated their disconcern. Verschiedenste Akteure haben hier ihre Bedenken ausgedrückt, was internationale Messsysteme und Messmechanismen angeht. Daher sind wir der Meinung, dass internationale Organisationen natürlich in der Lage sind, Messungen durchzuführen. Das heißt aber nicht, dass nationale Akteure hier nicht mit einbezogen werden und nicht in diesen Prozess involviert sind. Das heißt, wir brauchen hier eine globale Zusammenarbeit und letztendlich sind hierbei alle gefragt, aktiv sich zu beteiligen. Vielen Dank, Brasilien. China hat das Wort. China wants to state that developing countries shall enhance transparency of their enhanced actions, but in a way that is not intrusive, non-punitive, and respecting national sovereignty. Aber eine Transparenz, die nicht in nationale Integrität und nationale Interessen sich einmischt. Anything not punitive is completely useless in this. Nun, wir sind der Meinung, dass alle nicht mit Sanktionen verbundenen Maßnahmen komplett nutzlos sind. In this kind of a discussion. Seeing as, was even die Diskussion if we of course respect national sovereignty, natürlich achten wir die nationale Souveränität, no rules on what happens to country that overstep es überhaupt keine Sanktionen gibt bei der Nicht-Einhaltung von CO2-Obergrenzen, dann sind wir nicht der Meinung, dass wir überhaupt zu irgendeinem Abkommen heute hier kommen können. Gibt es weitere Nationen, die sich zu diesem Thema äußern möchten? Es verbleiben noch 3 Minuten Redezeit. Indien hat das Wort. Indien möchte ausdrücklich betonen, dass alle Regeln nur für die entwickelten Länder mit Sanktionen verbunden sein sollen. Die Marshallinseln möchten ebenso, dass die Schwellenländer und die Entwicklungsländer mit einbezogen werden. Vielen Dank an die Marshallinseln. Gibt es noch andere Nationen, die sich zu Wort melden möchten? Brasilien ist besorgt angesichts der Definition von Entwicklungsländern und Schwellenländern. Vielen Dank an Brasilien. Gibt es weitere Länder, die sich diesbezüglich zu Wort melden möchten? Es verbleiben noch 2 Minuten Redezeit. Die Marshallinseln würden gerne sicherstellen, dass diese Regeln auf alle Akteure, alle Parteien ausgeweitet werden. Nun gibt es noch weitere Wortmeldungen. Then we will go back to the general speakers debate. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir zur allgemeinen Debatte zurück. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt. Are there any points of motion on the floor? Gibt es weitere Anträge, die Sie stellen möchten? So, Russian Federation, please. You're the next on the speaker list. Föderation, Sie stehen auf der Rednerliste. Ich erteile Ihnen daher das Wort. We would like to put a motion. Wir würden gerne einen Antrag stellen. Wir möchten. We are now in a general speaking debate. Wir befinden uns jetzt in der allgemeinen Debatte. For any motions. So das heißt, Anträge können später gestellt werden. No comment. Wir haben aktuell keine Wortmeldung. The general speakers list is something that. Die Liste der allgemeinen Redner kann nur durch moderierte oder unmoderierte Ausschüsse unterbrochen werden. Das heißt, wenn jemand auf der Rednerliste ist, dann werden wir einfach der Liste nach die Wortmeldungen erteilen. Das heißt, die Russische Föderation war auf der Rednerliste, danach Polen, dann die USA. Nur diejenigen, die auf der Liste stehen, können sich insofern jetzt zu Wort melden. Nun, Polen? Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Nun gebe ich das Wort an Polen.
I think there should be discussion which option ich we bin could, der Meinung, wir sollten eine Diskussion in Gang setzen über die verschiedenen Optionen in im Entwurfspapier. Es gibt vier verschiedene Optionen, wie Sie sehen können. And yeah. Poland has no further comment on this. Und Polen möchte hiermit seine Anmerkung beenden. Poland. Next is the United States. Nun, ich erteile den USA das Wort. We skip our talk for now. Come back later. Wir möchten unsere Redezeit momentan nicht nutzen. Are there any points of motion on the floor? Gibt es irgendwelche Wortmeldungen bezüglich von Anträgen? Die Marshallinseln bitte. Die Marshallinseln würde gerne einen unmoderierten Ausschuss für 15 Minuten zum Thema Transparenz stellen. Leider muss ich sagen im Namen des Vorsitzes, dass es wohl sehr schwierig ist, einen weiteren unmoderierten Ausschuss durchzuführen, da die Diskussion bis jetzt nicht sehr erfolgreich war. Wir möchten daher alle Delegierte dazu auffordern, dass sie weitere Themen nennen, die ihnen wichtig erscheinen und die formelle Diskussion somit voranbringen können. Vielen Dank, Russland, bitte. The last unmoderated caucus, der letzte unmoderierte Ausschuss hat die Frage in den Raum gestellt, wie es mit den gemeinsamen Plänen ausgeht, aussieht. Und zwar ging es insbesondere um die 100 Milliarden Dollar, die im Raum standen. Daher möchten wir noch einmal einen unmoderierten Ausschuss beantragen. Und wir möchten jetzt insbesondere über Artikel 3, und zwar die Klimawandelbekämpfung, sprechen und die konkreten Tätigkeiten zur Bekämpfung des Klimawandels, wie wir die CO2-Emissionen konkret senken können. Vielen Dank an Russland. Möchten Sie vielleicht diesen Antrag anders aus drücken und vielleicht eine weitere Redezeit beantragen. Nun, wir möchten eine 10-minütige Redezeit, 10-minütige Zeitraum für den unmoderierten Ausschuss beantragen. Und dieser Ausschuss soll sich mit Artikel 3 befassen. Gibt es andere Anträge? Seeing as there are none. Es gibt keine, okay, es gibt noch einen Antrag the proposal von of the Marshall Islands to have ich unterstütze den Antrag der Marshallinseln, was den on transparency unmoderierten Ausschuss zum on Thema Transparenz angeht. Wir sind der Meinung, wir sollten dieses Thema abschließen. Das heißt, Sie haben jetzt konkret einen moderierten Ausschuss zum Thema Transparenz vorgeschlagen, mit einem Zeitraum von 15 Minuten und einer individuellen Redezeit. Unmoderated caucus. Okay, es soll ein unmoderierter Ausschuss sein. Wir haben bereits gesagt, dass wir jetzt keinen unmoderierten Ausschuss mehr erlauben können. Es tut mir leid. Other points of motion on the floor. Gibt es weitere Anträge? So we will vote about the moderated caucus of the Russian Federation. Nun, wir werden jetzt abstimmen über den mitigation with moderierten the time frame of 10 Ausschuss and individual mit einer Redezeit von 15 Minuten all und einer favor, individuellen Redezeit von 45 Sekunden. Alle, die sich dafür aussprechen, bitte heben Sie Ihre Länderschilder. Please remind everyone has ich to vote either yes Sie or no. Alle noch einmal daran erinnern, dass please Sie entweder mit Ja oder Nein stimmen müssen. Bitte heben Sie all noch against, einmal Ihre please Länderschilder. Nun alle negativen Stimmen. So the majority was against it, so we'll go back die to Mehrheit, the general speaking debate. Hat sich dagegen ausgesprochen, das heißt, wir werden mit der allgemeinen Debatte weiterfahren. Are there any speakers who want to be gibt put on the speakers es list, weitere please Redner, die auf die Rednerliste aufgenommen werden möchten? Melden Sie sich jetzt bitte zu Wort. We need speakers.
Wir brauchen noch mehr Wortmeldungen. Uganda? Any others? Brasil? Uganda hat sich gemeldet, Brasilien. Any... Bolivia? Do you want to be put on this? Ebenso möchte Bolivien sich zu Wort melden. Germany gibt es weitere Wortmeldungen, eventuell von Deutschland? So, now we'll continue with Uganda, please. Nun, ich erteile Uganda das Wort. Uganda would like to skip that comment and Uganda Bolivia first. Möchte gerne das Wort direkt an Bolivien weitergeben. Vielen Dank. Thank you, Uganda. Bolivia, please. Vielen Dank. Bolivien hat das Wort. Vielen Dank an Uganda. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Bolivien sich voll und ganz für Transparenz einsetzt. Daher möchten wir alle verantwortlichen Parteien dazu auffordern, sich uns anzuschließen. Ich möchte insbesondere auch die Entwicklungsländer aufrufen. Wir haben bis jetzt noch nicht viel gehört bezüglich der Position der US-Delegation zum Thema Transparenz. Daher würden wir gerne weitere Ausführungen von der US-Delegation hören. Gibt es weitere Redner, die auf die Rednerliste aufgenommen werden möchten? Dann melden Sie sich jetzt bitte. Die Marshallinseln. Jemand darüber hinaus, der sich zu Wort melden möchte? Marshall Island, shares die Marshallinseln teilen die Meinung Boliviens. Die Transparenz muss ganz oben auf der Agenda stehen. Vielen Dank. Thank you, Marshall Isles. Are there any nations Vielen Dank an Marshallinseln. Weitere Länder, die auf die Rednerliste aufgenommen werden möchten, sollten sich jetzt bitte melden. Uganda, yes. Uganda. Weitere Meldungen? Uganda, please. Uganda, as Bolivia is very interested in hearing Uganda what the United States have to say about transparency and how they would like to contribute hören, to the framework. USA Thank you. Transparenz sagen und wie sie Thank hier you, Uganda. Zu beitragen nations Vielen want Dank. Set Danke, Uganda. List. Möchte noch jemand auf die Rednerliste gesetzt werden? Any nations, please? Irgendjemand, bitte? USA, yes. Any others? USA, ja. Sonst noch jemand? USA, please. You have the floor. USA, bitte. Thank you. Danke. There has to be an international framework. Es muss einen internationalen Rahmen geben, der für jedes Land gleichermaßen sure, gilt. We in national or international organization cannot see natürlich how als nationale oder internationale Organisation kann man nicht sehen, was genau in den Ländern vorgeht, zum Beispiel in China. Es muss hier Ehrlichkeit herrschen, um diesen gemeinsamen Rahmen zu erreichen und mit anderen Ländern vergleichbar zu sein, damit wir alle zusammen eine Übereinstimmung treffen können, wie dieser Rahmen zu funktionieren hat. Danke. Are there any points of motion on the floor? Danke, USA. Gibt es irgendwelche Anträge? And are there any nations that want to be set on the speakers list? Gibt es Staaten, die auf die Rednerliste gesetzt werden möchten für die allgemeine Diskussion? Please come forward with your statements. They're important. Wir bitten Sie um Wortmeldungen. Diese sind natürlich sehr wichtig. Chair. The chair would look favorably upon a Motion for unmoderated caucus. Der Vorstand würde gerne einen Antrag auf unmoderierten Ausschuss hören, engage in a fruitful debate after the unmoderated caucus. So, unmoderated caucus eine angeregte Debatte nun hervorzurufen. Also wenn jemand einen Antrag auf einen unmoderierten Ausschuss stellen möchte, dann bitte heben Sie nun Ihre Länderschilder. Ghana. Ghana, bitte. Yes, this, are there any points or motions on the floor? Ghana. Gibt es Anträge? Ghana, bitte stellen Sie einen Antrag. We see that there was a confusion with the voting. Es gab wohl hier Verwirrung so all nations want to raise also noch einmal, unmoderated caucus. Alle Staaten, die Antrag auf unmoderierten Ausschuss stellen möchten, Marshall bitte Island. Sie Ihr Schild. Marshall Thank Insel. You, Chair, for this. Danke an den Vorsitz I would für diese like sehr gute Idee. Ich möchte Sie also noch einmal wiederholen. Ich stelle die Marshallinseln stellen einen Antrag auf unmoderierten Ausschuss von 15 Minuten zum Thema Transparenz. This is in order.
Any other points or motions on the floor? Dieser Antrag wird aufgenommen. Gibt es sonst noch Anträge? Seeing as there are none. Da okay, es keine Uganda. Weiteren Anträge gibt. Okay, Uganda. The Republic of Uganda would like to put forth a motion for a moderated caucus of 10 minutes with a speaking time of 45 seconds on the topic of transparency and more specifically on the roof organization or the international framework that is to oversee all the nationally emitted greenhouse gases. Hergestellt werden soll, um Treibhausgasemissionen zu kontrollieren. Thank you, Uganda. The United States. Danke, Uganda. USA, bitte. The United States proposes an unmoderated caucus about the topic transparency, because the United States think that we don't get a clue, we don't come to a point if we just throw on phrases, and we have to do some bilateral talks with each other. Unmoderated. An die Köpfe der anderen schmeißen. Wir sollten hier bilaterale Gespräche dazu führen. Vielen Dank. Thank you very much. Now we'll move into the vote for unmoderated caucus wir of 15 minutes. We have two unmoderierten Ausschuss von 15 Minuten begins. Fortschreiten. Wir haben zwei Anträge. Es ist also egal, mit welchem wir beginnen. So all parties in favor of the unmoderated Wer caucus of 15 minutes on the topic of Unmoderierten Ausschuss von 15 Minuten zum Thema von Transparenz. Bitte heben Sie Ihre Länderschilder. Thank you. Vielen Dank. And all parties against, please raise your placards. Wer ist dagegen? Bitte heben Sie die Länderschilder. Thank you very much. Dankeschön. The unmoderated caucus of 15 minutes on Der the topic of transparency Ausschuss is in order now. Der unmoderierte Ausschuss von 15 Minuten zum Thema Transparenz wird nun begonnen. Vielen Dank. There are 5 minutes left. The time for unmoderated caucus has elapsed. The chair wishes all delegates to go back to their seats. Thank you. Bittet alle Abgeordneten wieder zurück in ihre Plätze zu gehen. Delegates, please come to order. Take your seat. Abgeordnete, bitte setzen Sie sich. We'll now move on with the general speakers list. Wir werden nun mit der allgemeinen Rednerliste fortfahren. Delegates. At 1 o'clock, we will have the opportunity to engage in a lunch break. Werden wir eine you may use this lunch break können diese Pause for natürlich bilateral talks. Dazu nutzen, bilaterale Gespräche zu führen. Wir ermutigen Sie sogar dazu. Wenn Sie das aber nicht möchten, the last ist das natürlich 15 minutes, Ihre Entscheidung. We will Während der letzten 15 Minuten werden wir nun über den unmoderierten Ausschuss sprechen und über welche Dinge Sie sich darin geeinigt oder nicht geeinigt haben, wenn Sie das so möchten. Gibt es Länder, die auf die Rednerliste gesetzt werden möchten? Saudi-Arabien, Australien, Frankreich, Uganda, United States of America. USA. Are there any other delegates wishing to be put on the general speakers list? Gibt es andere Delegationen, die auf die Rednerliste gesetzt werden Seeing möchten? As there are none, we will now move on. Da es keine weiteren Meldungen gibt, werden wir nun mit Saudi-Arabien beginnen. Bitte schön. Okay, thank you very much. Saudi-Arabia would like to state that Saudi-Arabien möchte Concerning Article 9, anmerken in Sachen Artikel 9, for option 4, because, sind wir für Punkt 1 in Option 4, exactly what we need. There have been bei Punkt 1 für Option 4, denn discussing hier climate wird change, gesagt, that dass eben wirklich be, Dinge getan like, werden müssen, not taking ist, to account. And I think that we can use that as a stepping unbedingt stone eingebaut werden. Und ich denke, wir können das als Schritt für concerning option das neue Abkommen 3, sehen. Und in Sachen Option 3 ist just too much to ask, because it's like dictating what to do. So option 4 is,
it's zu much more viel, appropriate because like countries den can decide auferlegt what they're able wird. To do. Deswegen and denke ich, Option 4 ist angemessener, denn die Länder können in dieser Option selbst entscheiden, was sie tun Next möchten. Next on the general speaker's list is Australia. Vielen Dank, Australien, bitte. Australia. Yeah, we are just our problem with option one is that we do not unser want Problem to differentiate between developed and developing ist, countries. Dass wir keinen Unterschied zwischen Industrie und Entwicklungsländern möchten. Option zwei point we are not with, so ist die Flexibilität, ein Punkt, dem wir nicht zustimmen. Wir möchten klar definierte Beiträge von jedem Land, wie es in Option drei festgelegt ist. Building on existing agreement, existing convention and arrangements, bei we see that that doesn't work right now. That's viel why we denken want wir, dass es zurzeit nicht so funktioniert, look at option three dass to build a robust, bereits bestehende framework. Abkommen zurückgegriffen wird. Vielen Dank. Wir müssen Thank you, Delegate. Ja, vielen Dank. Next on the general speakers list is France. Before we continue with the general speakers list, bevor wir aber weitermachen, gibt es noch Länder, die auch auf die Rednerliste gesetzt werden möchten? Seeing as there are none, we will continue now with Nein, France. Nein, dann machen wir mit Frankreich you weiter. Frankreich, bitte. Thank you. The European Union wants to state that if we excluded from bilateral möchte talk, hier like sagen, it just dass wenn wir von bilateralen Gesprächen ausgeschlossen werden, so wie es gerade passiert ist, sehen wir keine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und eine Einigung zu finden. Und wir verstehen nicht, warum wir hier ausgeschlossen wurden. Vielen Dank. Next on the general speaking list is Uganda. Uganda ist als nächstes am Wort. Together with a representative of the G77 mit den and Vertretern der G77 States, und have, look, we have gone through Article 9 and we would like to sum up sind what we have Artikel, found also to be most haben beneficial wir Artikel 9 durchgesehen und wir möchten Now, option one hier is, die Möglichkeit finden, quite die good. Für uns alle am besten the one ist. Thing Option that we 1 do not appreciate is that there is a differentiation between developed and developing countries ist, because we believe that everyone has a responsibility to act on climate change. Now, option 2 has a built-in flexibility to take into account parties differentiating capacities, which is basically like option one. Option three, we believe, is very difficult Option to handle, seeing as there is the term self-differentiation, which would give countries the option of putting themselves into classes that they're not really in. Option four is the one that we favor most, Option because it's building on existing conventions, Option, and it's a transparent framework for action and support. So that means reforestation auf. Is taken into account as well. As carbon dioxide cuts. Now, as for point two, we see no point in favoring option one, seeing as it's overly complicated and would take a long time to negotiate. Option two covers all the points, mainly. And point three, we have found that the most important part of that is sub-point E, to ensure that there shall be no double counting of financial resources provided. Dass es Other keine that, doppelte Zählung von den point zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln gibt. Wir Thank möchten you, hier also übereinstimmen mit Before Punkt we move 3. Vielen Dank. To the next speaker, which is the United States of America, Bevor are wir there nun zu den Vereinigten Staaten kommen, möchten wir fragen, ob es sonst Germany, noch Länder gibt, die auf die Rednerliste möchten. Any Deutschland, other countries? Ja, bitte. Noch andere Länder? Well, we'll continue with on the general speaking list. The United Und dann States of fahren America. Wir mit den USA fort. The United States supports the opinion of Australia, but we also, like Uganda said, the self-differentiation is not that useful in that phrase, but we need a robust framework that accounts every country and is capable for every country to do their best to get some collective sein framework, tun and kann, we want um some things to be legally binding. For example, Punkte, that there has to be a periodical reporting legen. On these numbers es that account on this framework we proposed über in 2013 for Zahlen. Everyone. And there has to be, for us it's important, there has to be any wichtig, international some internationals who
take care of the correct way of counting these numbers. These numbers on the emissions and every country and the money where it's flowing, the transparency has to be open to be seen by everybody. Muss es von dieser Institution überwacht werden, wohin die Gelder fließen. Thank you, Delegate. Vielen Dank. With the last speaker before we move into lunch time. Nun haben wir den letzten Redner, bevor wir zum Mittagessen weiterschreiten. The Republic of Germany would like to respond to die Deutsche Bundesrepublik möchte den Delegierten aus Uganda possibilities on point 2. When it comes to point 2, we have option 1 and option 2, but I'm not sure if the honorable delegates have realized that option 1 from point 2 is the only one which specifies transparency concerning emission reductions, which is what everything here is all about. So if we actually want to have emissions reduced, we want to do it transparent, this is the only paragraph which specifies and has concrete possibilities which we can take into the draft. So I would like to stress this and let this sink in during the lunch break. Thanks. Unseren Abkommen mit einbezieht. Das möchte ich vor dem Mittagessen noch sagen. Vielen Dank. Der Vorsitz möchte allen Delegationen für die Wortmeldungen in den letzten Stunden danken. Wir bemerken, dass es nun wirklich wichtig ist, dass wir eine Mittagspause machen. Wir möchten noch ein paar Dinge ankündigen, bevor wir The chair just wanted to remind the delegates that at the end of today noch einmal erinnern, you have to put forward maximum Ende des heutigen Tages maximal drei so we'd like you to use this, this Vorschläge für unser Abkommen eingereicht werden. Können. During lunch break, wir möchten Sie also noch einmal ermutigen, während der Mittagspause bilaterale Gespräche zu führen, um wirklich über spezielle Punkte und spezifische Fragen zu sprechen, damit Sie dann die Punkte zusammenfassen können, die Sie in Ihrem Abkommen belassen möchten oder die Sie aus dem Abkommen streichen möchten. Wir haben noch den Nachmittag. Doch, and that's why the chair would like das you ist trotzdem nicht viel Zeit, deswegen möchten wir Sie auffordern, sich auf das zu konzentrieren. And one last thing, you have been handed eine letzte Anmerkung. Some 20 Euros value cards, Sie haben hier Karten im Wert von 20 Euro bekommen, um sich in der Mensa Geld, Essen zu holen. Entschuldigen Sie, diese Karten müssen am Ende der letzten Sitzung zurückgegeben werden, also morgen. Und wir möchten Sie daran erinnern, diese auch zu verwenden. Please do not forget that you have tomorrow you have the time Bitte to amend the draft Sie resolutions. Nicht, dass so Sie even if you Zeit aren't haben, completely happy with the options chosen, die Entwürfe, you can put forward amendments tomorrow. Morgen, so the draft resolution is not everything Entwürfe decided yet. Thank you. Einreichen. Das heißt, heute ist noch nicht alles entschieden. Dankeschön und guten Appetit. Wir treffen uns hier wieder um 2 Uhr. And where is the Mensa? We will all move with. Yeah.